Hallo? Test, Test. Also. Herzlich willkommen. Ich hoffe, man kann mich hören und sehen. Wir haben jetzt hier kurz nach 7. Wir warten jetzt einfach noch ein bisschen, bis sich der Stream mal aufgebaut hat. Ich erzähle ein bisschen. Und kann ja mal jeder in den Chat schreiben, um es mit dem vertraut zu machen. Genau, wer dann Fragen hat während der Probe, kann die gerne in den Chat schreiben. Dann versuche ich die zu beantworten. Wir probieren heute den Riesling Flora, den Riesling Feinherb und die Riesling Spätlese. Ich hoffe, die sind alle schön kalt, glasparat. Und dann geht gleich los. Ich gucke, muss jetzt hier auch noch ein bisschen mal durchgucken. Ich will ja heute über den biologischen Weinbau erzählen. Und dazu verkosten wir drei Weine. Will ich auch ein bisschen so halten, dass es halt heute irgendwie hauptsächlich darum geht, dass ich euch näher bringe, was der biologische Weinbau vor allen Dingen ist, was ein EU-Biosiegel ist, was das heißt, was ein Ecowin-Siegel ist, was auf unseren Etiketten ist und was eigentlich biologischer Weinbau für uns im Betrieb und gerade an der Mosel heißt. Genau, das wäre mir wichtig. Und dann verkosten wir zwischendrin die drei Weine. Genau, stelle ich euch die kurz vor. Aber hauptsächlich, deshalb habe ich dieses Mal bei den drei Weinproben die Themen ausgewählt. Orientieren wir uns an der Linie vom biologischen Weinbau. Da kann ich auch den nächsten Samstag reden wir dann über die Lagenklassifizierung und die Staffelung von unserem Sortiment. Wer jetzt wissen will, warum wir keine Spätlese trocken mehr verkaufen oder keinen Merler Stephansberg, der ist herzlich eingeladen, nächstes Wochenende zuzuhören. Und die Weine, die frisch abgefüllt sind von dem 20er-Jahrgang, die probieren wir am 24. zusammen. Genau, wird auch spannend. Ich denke, ich fange jetzt einfach mal an. Sinja, habe ich schon ein paar reingeschrieben, immer, das freut mich immer. Ich gucke hier dann immer nebenbei. Ich habe den Chat hier so rechts in einem kleinen Fenster. Genau. Also, jetzt habe ich das schon so oft gesagt, biologischer Weinbau. Was ist eigentlich biologischer Weinbau? Und genau, und was ist der Unterschied zwischen dem biologischen Weinbau und zum Beispiel dem normalen Weinbau, den, oder wie man es nennen will, den konventionellen Weinbau, wie man auch oft sagt? Das kann man so ganz runterbrechen auf ein paar Fakten, die sind ein bisschen trocken, aber das sind so die Kernelemente quasi vom biologischen Weinbau und die den großen Unterschied machen, ist halt eben im Betriebsprozess sind vor allen Dingen Mittel beim biologischen Weinbau nicht erlaubt. Das fängt an draußen im Weinberg, fängt an dann eben bei der Düngung, dass man im biologischen Weinbau nur mit organischen Mitteln wie Stroh oder Mist düngen darf und nicht mit mineralischen Düngern aus Düngewerken. Geht weiter dann mit dem Verzicht auf Herbizide, wie zum Beispiel Glyphosat, was vielleicht jeder kennt, die zur Unkrautvernichtung im Weinberg da sind. Das passiert im ökologischen Weinbau rein mechanisch. Dann gibt es im Pflanzenschutz den Unterschied, dass man im biologischen Weinbau, der auch Pflanzenschutz benötigt, da komme ich später nochmal drauf, aber eben der Pflanzenschutz rein auf natürlich vorkommenden elementaren Stoffen basiert und eben nicht auf chemisch-synthetischen Stoffen. Ein wichtiger Punkt ist eben auch noch der komplette Verzicht auf Gentechnik, eben in Produkten, die zur Anwendung kommen. Das spielt eine große Rolle im Keller, im Weinausbau nachher, an den Produkten, die man eben für die Weinbereitung ja, nehmen darf. Die sind halt eben komplett gentechnikfrei. Und im Keller zur Weinproduktion sind keine schwer eingreifenden Verfahren, wie zum Beispiel die Erhitzung von Trauben ja, auf eine gewisse Temperatur zur Rotweinherstellung sind verboten oder eine chemische Konzentration von Wein, um den Wein ein bisschen fetter zu machen.
Das sind so grob die Punkte. War jetzt schon auch, glaube ich, eine ganze Menge an Welle. Aber im Prinzip, finde ich, ist immer der größte Unterschied quasi der ideologische Ansatz, mit dem man an die Sache geht. Und es geht eigentlich darum, ein ausgeglichenes Ökosystem zu schaffen, was in Balance ist in seinem Weinberg und das eben ohne möglichst ohne große Eingriffe von außen funktioniert. Und jetzt muss man gerade genau, das ist der Grund und der Grundstein, damit die Rebe gesund ist. Der Leitsatz von Ecowin ist eben gesunde Reben auf gesunden Böden. Das versucht man mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen. Und damit erreicht man halt eben so eine gewisse Hofindividualität, quasi weil nichts von außen reinkommt, was ich persönlich sehr schön finde und interessant. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, 2015, am 15. September 2015, uns zertifizieren zu lassen für den ökologischen Weinbau. Und genau, wir versuchen halt eben in der Weinbereitung auf verschiedene Zusätze und alles Mögliche zu verzichten, eben im Weinberg auch. Und ein ganz schönes Beispiel dafür ist nämlich dann der erste Wein. Das ist der Riesling Flora aus dem Jahr 2019. Der ist trocken. Und da würde ich jetzt mal sagen, dass wir den uns jetzt mal einschenken und mal zusammen probieren. So. Den habe ich hier. Ich warte noch ein bisschen, bis jeder hier eingeschenkt hat. Oder vielleicht habt ihr auch schon euer Gläser voll. Riesling Flora hat eine. Oder was ist Riesling Flora überhaupt eigentlich? Ne? Riesling Flora ist einer unserer Gutsweine. Wie gesagt, klären wir nächstes Wochenende. Der spannt so ein bisschen den Bogen zu den Ortsweinen und ist ein Wein, der schon noch sehr stark Rebsorten geprägt ist, aber eben auch ganz stark von der Struktur. Da ist ein bisschen weniger fruchtig, kommt halt eben mehr über, hat also ein bisschen kräutrigere Aromen und lebt sehr von der Textur. Und der Riesling Flora ist immer so, ist ein bisschen so ein voluminöser, gehaltvollerer Riesling als der unser Einstiegsriesling, sag ich mal, der immer ein bisschen frischer und fruchtiger ist und jeder ist ein bisschen gehaltvoller. Sieht man eben auch an der Farbe, dass der schön dunkel ist, eine kräftige Farbe. Die hatte der auch schon von Anfang an, von Füllung, die kommt seit der Füllung, die kommt nicht von der Reife. Er ist ja jetzt ungefähr ein gutes halbes Jahr auf der Flasche. Der wurde Ende August abgefüllt und steht ja auch hier, steht hier links an der Seite von dem Etikett, sind immer so kleine Informationen. Der war halt eben nach der Gärung 10 Monate noch im Fass geblieben. Auf der Feinhefe, also die Hefen, die den Wein vergoren haben, die sind dann quasi, haben sich auf den Boden abgesetzt. Und das alles hat 10 Monate Zeit bekommen zu ruhen und sich auch in einer gewissen Weise zu stabilisieren. Und das riecht man eigentlich auch, das ist jetzt so, ja, ich sag mal ruhig, das ist ein bisschen bekloppt, dass man einen Wein ruhig riechen kann, aber der riecht so sehr tief, so ein bisschen balsamig schon fast. Und eher so ein bisschen erdig. Jetzt, den Wein kann man ruhig ein bisschen mit Luft durch den Mund ziehen. Dann kommt er ein bisschen mehr, zeigt ein bisschen mehr. Ich finde es im Moment ein super Trinkfenster für den Wein schon. Hat noch die gewisse Frische, hat eine ganz klassische Säure von einem 2019er Jahrgang, die so sehr ein bisschen an Traubenzucker erinnert, der Mundgefühl mit Frische und dann regt die Säure, die sehr, sehr fein eingebunden ist, so einen schönen Speichelfluss an, dass man mehr trinken will. So sehr, sehr animierend finde ich das. Der Wein ist ziemlich trocken, der hat nur 3 Gramm Restzucker, hat eine sehr schön gepufferte Säure, hat Druck. Genau. Ihr könnt ja sagen, ob ihr da dem zustimmt oder ob euch der Wein schmeckt.
Was hier in dem Wein auch noch ziemlich besonders ist, ist, dass ich im Jahr 2019 sehr experimentierfreudig war und ich mal das bisschen auf die Spitze getrieben habe mit dem Weglassen. Und zwar wurde der Wein auch überhaupt nicht filtriert, beziehungsweise nur grob. Der ist trotzdem ziemlich blank geworden durch die Zeit auf der Hefe, die der geruht hat. Wo war ich denn jetzt genau? Ich habe gerade in den Chat gelesen. Und dadurch hat er sich extrem stabilisiert. Der Wein ist relativ trocken und deshalb konnte ich auf die letzte Filtration verzichten. Oder wollte wissen, ob ich auf die Filtration verzichten kann und bis jetzt ist es gut gegangen. Also der wurde nur so grob filtriert, dass die Trubstoffe raus sind und der relativ klar ist. Also die Hefen sind raus. Und dadurch finde ich, ist der Wein ein bisschen fülliger, ein bisschen runder, hat mehr Dichte und war einfach ein Experiment von mir, was bis jetzt ganz gut geklappt hat. Finde ich, schmeckt sehr gut. Ja, bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja. Schmeckt mir sehr gut. Ja, die Säure liegt analytisch, wenn ich das aus dem Kopf sagen würde, so bei 6 Gramm pro Liter so rum. Vielleicht ein Ticken mehr. Ist aber. Ich würde nicht immer rein auf die Zahlen gehen, weil ich finde, durch die Zeit auf der Hefe und gerade, dass die Struktur, die der Wein hat und das Volumen, die binden die Säure sehr schön ein, dass die überhaupt nicht so spitz rauskommt. Deshalb, genau, finde ich die sehr gut eingebunden. Ja. Ich finde schön würzig, so ein bisschen karamellig. Aber auch die hat noch auch leichte Kohlensäure. Also der Wein hat auch noch Zeit, sich zu entwickeln. Braucht er auch noch. Aber ich finde, dass er jetzt schon auch viel Spaß macht. Und jetzt wollte ich euch erklären, da ich ja gesagt habe, dass wir uns damals entschieden haben, biologischen Weinbau zu machen und uns zu zertifizieren. Also man darf nicht einfach Bio-Wein machen und schreiben, sondern das wird streng kontrolliert. Das heißt, dass man sich quasi sowieso registrieren muss als Biobetrieb und dann sucht man sich eine unabhängige Kontrollstelle. Und die kommt mindestens einmal im Jahr mit einer angekündigten Inspektion. Und es gibt auch unangekündigte Inspektionen und die gucken den ganzen Betrieb halt eben durch, ob wir nach den definierten Richtlinien, die es gibt für Bioweinbau, ob wir die einhalten. Und dazu gucken die eben die ganze Buchführung durch, gucken alle Wareneingänge an, ob die halt eben, wie ich gesagt habe, gentechnikfrei sind, ob wir die gucken den Spritzplan an, also den Pflanzenschutz, ob der ordnungsgemäß durchgeführt wurde, beziehungsweise ob da Mittel verwendet worden sind, die nicht zulässig sind und ob die Höchstmengen eingehalten worden sind. Und wenn man die Prüfung besteht jedes Jahr, dann darf man seine Weine mit dem EU-Biosiegel ausstatten. Und das kann ich euch mal gerade zeigen, beziehungsweise findet ihr das auch auf euren Flaschen auf der Rückseite an der Banderole unten in der Ecke. Ich gucke mal gerade, ich habe hier auch ein Bild. Da muss ich gerade mal durchklicken. Sehe da schon die Bilder. Moment, wo habe ich es denn? Da, jetzt sehen wir alle das Gleiche. Wie gesagt, ist auch auf der Flasche. Und links das Logo, das Blatt mit den Sternen, ist das EU-Biosiegel. Und unten drunter steht DE Öko 039 Deutsche Landwirtschaft. Das EU-Biosiegel bescheinigt quasi, dass wir die Prüfung in dem Jahr 2018 und 2019 bestanden haben oder die Zertifizierung eingehalten haben. Und die Stelle, die uns kontrolliert hat, die wird kodiert mit der Nummer 039. Das muss man einfach wissen, also ein bisschen Freak-Wissen. Ne? Also die 039 ist die Nummer für die Gesellschaft für Ressourcenschutz. Und das ist eben die Behörde, die zu uns nach Hause kommt und alles
überprüft. Daneben ist halt eben noch das Ecowin-Siegel. Aber ich mache nochmal einen Schritt zurück. Also ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass man nur an diesem Bio-Siegel wirklich Bio-Waren und Bio-Produkte kennt. Das fängt bei der Milch an, Butter, Eier, generell alle Lebensmittel. Überall, wo Bio draufsteht und kein Bio-Siegel ist, ist grenzwertig. Also könnte man wahrscheinlich auch anzeigen. Weil eigentlich darf nur das Bio benannt sein, was halt eben streng kontrolliert ist, biologisch. Das macht ja auch Sinn, es hat ja eine Berechtigung, ne? Und eben da ist eben drauf zu achten. Und das Siegel garantiert halt eben ein zertifiziertes, kontrolliertes Produkt. Genau. Und dann kommt das Ecowin-Siegel. Ecowin ist ein Verband von 240 deutschen Bio-Winzern, der sich nochmal eigene Richtlinien setzt, die über die Standard-Bio-Richtlinien hinausgehen. Zudem ist halt eine Organisation oder ein Zusammenschluss von Winzern in einem Verband immer hilfreich. Dann hat man halt eben eine größere Stimme, gerade was politische Entscheidungen angeht. Wir zahlen da quasi alle zusammen ein, um halt eben dann die Leute, die an den richtigen Stellen für uns halt ihr Wort einlegen bei politischen Entscheidungen, sei es die Düngeverordnungen oder verschiedene, genau, Entscheidungen, die den Bio-Weinbau betreffen. Dafür ist sowas eben ganz wichtig. Und das Ecowin-Logo zeigt halt eben auch nochmal besonderes Engagement im Weinbau und drückt nochmal eine besondere ökologische Konsequenz der Winzer aus. Und ein Hauptmerkmal, was Ecowin sich ganz groß auf die Fahne schreibt, ist Biodiversität. Da ist Ecowin der einzige Verband, der das in den Richtlinien verankert hat. Und zwar hat jetzt jeder Betrieb eine große Excel-Tabelle mit verschiedenen Punkten. Und da kann man sich selber im Betrieb halt eben kontrollieren, ob man die Punkte erfüllt, wann man die Punkte erfüllen will, ob man sie erfüllen kann. Das ist eine Leitlinie. Und man muss immer eine gewisse Punktzahl erreichen. Das heißt quasi, Abbau von Insektenhotels gibt 10 Punkte und verschiedene genau, Begrünungen oder so geben immer Punkte. Man muss am Ende immer eine gewisse Punktzahl erreichen. Das heißt, wir begrünen unsere Weinberge, beziehungsweise haben unsere Weinberge spontan begrünt, pflegen auch neben den Reben ein paar Bäume ums Haus, bauen Nistkästen für Bienen und haben Insektenhotels gebaut für Bienen und andere Insekten, was halt eben nicht in dieser ganz normalen Bio-Richtlinie steht, was wir aber eigentlich selbstverständlich finden. Und genau, wir verbauen viel Land mit unseren Flächen und geben so auch ein bisschen wieder was zurück an die Natur. Genau, und das ist eben der Ecowin-Verbandslogo. Ähnliche Verbände sind halt eben Naturland oder Bioland oder Demeter. Das sind auch sehr starke Verbände, die vor allen Dingen auch im Lebensmittelbereich viel Verwendung finden. Oder da sieht man die Logos öfter. Ecowin ist ein reiner Verband nur für Bio-Winzer. Genau. Ja, ich bringe jetzt hier mal erstmal mein Glas Flora leer und dann beantworte ich gerne noch ein paar Fragen. Ich gucke noch mal gerade rein. Mit dem Schwenken mache ich Luft in den Wein. Also ich spüle dann ein bisschen Luft unter den Wein, damit der sich ein bisschen entfalten kann. Und dann kann man den Wein besser riechen. Einfach dann kommt, also das befördert auch die Aromen aus dem Glas, bisschen in die Nase besser. Und dann entfaltet sich der Wein ein bisschen mehr. Man kann ihn besser schmecken. Der Wein ist eben ausgebaut im Edelstahltank und Edelstahltank ist absolut luftdicht. Der kam dann quasi 10 Monate nicht in Kontakt mit Luft und deshalb kann der ruhig auch noch ein bisschen was im Glas vertragen, um sich auch ein bisschen besser zu zeigen. Ich hoffe, jetzt mein Stream läuft. Ich krieg Auch wenn, ja, Rückmeldung ist immer gut aus dem Chat.
Genau, vielleicht kann ich auch ein bisschen was zum Ecobienenverband sagen. Also, der Ecobienenverband ist ein sehr, sehr familiärer Verband. Wir kennen uns fast alle, denke ich. Also, ich würde nicht behaupten, dass ich alle 240 Ecobienenwinzer kenne. Aber es ist immer eine Ecobien-Jungwinzer-Tagung und die eigentlich fast alle in meinem Alter, die Winzer kenne ich. Viele waren auch in Geisenheim im Studium, wo man auch schon erste Kontakte geschlossen hat. Ich war zweimal auf Ecowin-Veranstaltungen. Da war ich in Berlin und Köln auf Messen, die Ecowin veranstaltet hat, für auch Gastronomen und Weinhändler und ja, normales Publikum, sage ich mal. Das organisiert Ecowin auch. Und es ist einfach immer schön, eben sich auch auszutauschen. Eine kleine Gemeinschaft, da sind Winzer dabei, die machen das schon sehr, sehr lange. Heute guckt vielleicht auch sogar, jetzt sitze ich nicht so super fest im Sattel. Ecowin ist entstanden, genau, das habe ich schon ganz vergessen zu erzählen, wo das alles entstanden ist, auch biologischer Weinbau. Uiuiui. Also, die ersten Winzer haben angefangen, Anfang der 80er Jahre, Biowein oder biologisch zu arbeiten in den Weinbergen. Und da haben die sich Gedanken gemacht, okay, wir machen so viel Arbeit, irgendwie müssten wir das auch kommunizieren können. Und dann haben sich halt eben eine Gruppe von Biowinzern zusammengetan und quasi einen Club gebildet. Oinos, glaube ich, hieß der. Das war Anfang der 80er. Und interessanterweise ist der an der Mosel auch entstanden, ziemlich genau hier in der Region mit Clemens Busch aus Pünderich und ich glaube der Frank Prohl aus Pünderich war dabei und der Alfred Kuy aus Merl, der auch zuguckt, vielleicht kann, ich weiß nicht, ob er einen Chat schreibt, genau. Und eigentlich interessant deshalb, weil, da kommen wir ja gleich noch genauer drauf. Biologischer Weinbau hat eben auch viel, viel Arbeit bedeutet und die Arbeit besonders schwierig und anstrengend ist in den steilen Moselhängen. Und dann ist es halt super spannend, dass es halt genau gerade hier quasi der Beginn oder einer der Beginne von der Bewegung halt von hier kommt. Da kann man eigentlich auch schon ein bisschen stolz drauf sein. Und dieser Verband hat sich dann eben zusammengeschlossen und Richtlinien aufgeschrieben, wonach die handeln, um das eben kommunizieren zu können. Und daraus ist 1985, glaube ich, dann sowas wie Ecowin bzw. Ecowin entstanden. Und, das ist, und daraus sind später die Bio-Richtlinien entstanden. Weil ganz lange gab es überhaupt gar keine Bio-Zertifikate. Da gab es das gar nicht. Da hat man quasi auch danach gehandelt. Aber dass das jemand wirklich kontrolliert hat, so wie es heute ist, gibt es noch gar nicht so lange. Und genau, so hat das angefangen. Das hat eigentlich quasi mit dem Verein angefangen. Also gibt es das Ecowin schon länger als das Bio, offizielle EU-Bio-Siegel. Genau, und das ist halt eben eine kleine Community. Man kennt sich gut, die Weinwelt ist sowieso klein. Und gerade als Bio-Winzer, circa harter Fakt, 9% der deutschen Rebfläche werden biologisch bewirtschaftet. Ja, da 9% und genau 240 Eco-Winzer, wie viele Biobetriebe es gibt, habe ich gerade nicht im Kopf. Habe ich das hier irgendwo aufgeschrieben? Nein, leider nicht. Ja. Also 10%, der Trend steigt zwar, aber ich denke, da ist noch Luft nach oben. Und in dem Ecowin arbeiten wir halt immer daran. Es gibt super viele Schulungen für Winzer, die gerne umstellen wollen auf biologischen Weinbau, denen dann ihnen geholfen wird oder die beratschlagt werden. Und man kann auch immer selber, ich kann Kollegen fragen, wir machen es ja auch noch nicht so lange, wir machen jetzt das seit 6 Jahren, welche Erfahrungen die gemacht haben mit verschiedenen Strategien draußen im Weinberg. Und das ist halt immer schön, sich da auszutauschen. Das ist halt auch ein geballtes Wissen, was man da auch abrufen kann in so einem Verein. So, genau. Auf welchen Böden wächst der Wein am besten? Auf welchen bei euch? Ja, am besten wächst er natürlich auf Schiefer und bei uns wächst er auf Schiefer.
Ich mag FIFA am liebsten, weil das immer so ein ganz schönes Spiel in den Wein bringt. Vor allem in den Riesling. Und der Riesling kann die Struktur, die der Boden, der Schieferboden im Wein gibt, super schön übertragen. Das ist so ein ganz feines Säurespiel und dieses Mundwässernde, dass man mehr Lust auf den Wein hat, das kommt hauptsächlich vom Schiefer. Und Schiefer eben gepaart mit der etwas kühleren, mit dem etwas kühleren Klima an der Mosel, macht super viel Spannung im Wein und macht den Wein ja, super schön und schmeckt mir am besten. Dann wächst der Riesling wächst in allen möglichen Anbaugebieten in Deutschland. Der wächst auch an der Mosel auf blauem, grauen und roten Schiefer, was andere Weine macht. Der wächst bei uns aber eben hauptsächlich auf Schiefer. In der Pfalz oder in Rheinhessen wächst er teilweise auf Kalk, Muschelkalk, auf Lössböden. Und die Weine schmecken alle anders. Wenn die handwerklich auch gut gemacht sind, kann man das eben auch schmecken, woher die Weine kommen. Rieslinge, die auf Kalk gewachsen sind, die schmecken eher so sehr karg und fordernd. Die schmecken so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen trockener. Die haben eine andere Säurestruktur. Rieslinge vom Lössböden sind so ein bisschen satter, bisschen pummeliger, ein bisschen vielleicht schwerer. Und ich mag dann eben die Schieferrieslinge, die so viel Spiel mitbringen. Der Schiefer hat die Besonderheit eben, dass er eben diese Mineralik schön mit sich bringt und hat eine gute Funktion auch, dass das Wasser gut versickern kann. Der so eine Drainagefunktion. Also wenn das Wasser auf die Schiefersteine fällt, hat das eine schöne Wirkung darauf, dass das Regenwasser durch die Schieferritzen gut versickern kann, damit im Stall lang auch die Wasserversorgung gegeben ist. Der speichert am Tag, nimmt er die Wärme auf und gibt die nachts ab, dass wir dann eben auch eine schöne reife Rieslingfrucht ernten können, wenn die Wärme auch nicht ein bisschen wärmer sind. Und ich denke, das sind so die Hauptcharakteristiken von einem schönen Riesling von der Mosel. Kann man Winzer studieren oder Ökologie oder Fragezeichen? Also man kann Weinbau studieren. Ich habe Weinbau studiert in Geisenheim. Das ist ein Bachelorstudiengang. Und ich bin genau Bachelor in Weinbau und Önologie. Also es teilt sich eben auf den Bereich draußen im Weinberg. Da geht es um die Rebe. Und dann geht es zur zweiten Hälfte ab der Pressung, wenn aus der Traube Saft wird. Und dann geht es halt eben um die Gärung, wie die Traube zum Wein wird. Und das ist ja genau sehr, sehr spannend. Da geht es überhaupt gar nicht mehr um Grundlagen, sondern um Feinheiten. Da geht es ums Detail. Und weil es nicht so viele Weinunis oder das eine Hochschule gibt, ist da auch der Kontakt, den man da bekommt, sehr, sehr gut. Also ich habe da Freunde jetzt aus Südtirol, aus Italien, von überall her aus Deutschland, Österreich kennengelernt. Und das ist halt eben wie bei Ecowin ein großer Wissensschatz, der da zusammenkommt. Das ist super, Austausch und Kontakt noch zu halten mit so vielen Winzern aus verschiedenen Anbaugebieten ist immer spannend. Genau, das habe ich studiert. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal ein Riesling Feinherb auf. Mein Glas ist nämlich leer. Biologiestudenten bekommen auch in der Regel nur Rabatt bei Bio-Winzern, wenn sie da mal mitgearbeitet haben, regelmäßig. Und was ja der Fall ist bei dem besonderen Fall vom Herrn Oster. Genau. So, Riesling Feinherb ist der zweite Wein. Also können auch gerne mal Nachfragen gestellt werden, falls ich was nicht richtig beantworte oder falls meine Beantwortung nicht reicht, wenn falls man mehr wissen will. Genau, und vielleicht noch ein bisschen zum Schiefer. Das habe ich gerade noch mal hier in meinem Augenwinkel im Chat gelesen.
dass es ja auch quasi im Bioweinbau darum geht, gesunde Böden zu erhalten, mit viel Bodenleben und einer guten Beschmutzelung der Rebe und Wasserversorgung und möglichst wenig einzugreifen durch Düngung und im Weinausbau eben auch und dann eben auch die Böden und die Herkunft schmeckbar machen, weil Riesling und Schiefer das super gut kann. Und das finde ich ganz spannend und das ist uns auch sehr wichtig. So. Ich schenke mir jetzt den Riesling Feinherb ein. Riecht gut. Also der 19er Riesling Feinherb ist jetzt auch ungefähr ein Jahr abgefüllt auf der Flasche. Im Gegensatz zum Riesling Flora, der halt eben noch lange im Tank war, füllen wir die Gutsweine, also Riesling Feinherb, Riesling Trocken, Weißburgunder, Grauburgunder, Rivaner, meistens so im April ab. Dann lagen die so 5 bis 6 Monate ja schon fast auch auf der Hefe. Hatten auch ein bisschen Zeit, aber sind halt ein bisschen fruchtbetonter. Und haben hier einen Kamin an, ich rieche ein bisschen Feuer jetzt hier vom Stochen im Glas. Aber kommt. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Zeit bei dem Wein. Ich finde, der ist noch ein bisschen verschlossener. Das ist, die Weine werden ja geschwefelt in der Regel. Das macht man als Oxidationsschutz. Und eben, weil der Wein hat eine gewisse Restsüße, damit er nicht in der Flasche weitergärt. Also der Schwefel hemmt, die Hefen. Und macht den Wein stabil. Genau. Beeinflusst natürlich auch den Geschmack in gewissermaßen. Und wenn man zu viel Schwefel gibt, schmeckt man den Wein nicht mehr. Wenn man zu wenig schwefelt, dann oxidiert der Wein. Dann schmeckt er wie ein Apfel, den man halb schneidet und eine Woche liegen lässt, ne? Der oxidiert. Der Apfel wird braun, der oxidiert und der Wein oxidiert ähnlich. Hier sieht man, dass er noch auch sehr hell ist, also noch schön frisch. Kommt auch langsam, ne? Riecht, also es riecht eine klassische Rieslingfrucht, eine ganz, ganz klassische Frucht für den 19er Jahrgang, der im Sommer eher trockener war. Im Winter, jetzt weiß ich, jetzt haben wir schon den 20er geerntet, der verdrängt immer dann die Lese davor ein bisschen. Aber auch sehr, sehr schöne Trauben, gesundes, reifes Lesegut, was aber überhaupt nicht so überreif war. Also 19 hatten wir extrem niedrige Alkoholgehalte und aber trotzdem schöne Reife. Und da hatte ich ja eben hier schon gesagt, so eine leichte, ja, fruktosemäßigen Geschmack, so ein bisschen haben die Weine, finde ich, immer so ein gewisses Spiel, Leichtigkeit. Man merkt jetzt, ist ein schönes Paar, Flora und dann der Riesling Feinherb. Der ist geradliniger, frischer, spielt mehr, ist verspielter. Und hat, genau, wo ich eben immer gemeint habe, bei der Flora ist die Säure so gepuffert, ne, die Struktur. Hier ist sie so richtig schön rasiermesserscharf, schlank. Regt auch wieder einen Speichelfluss ab. In der Zunge hat man dann die gewisse Restsüße, die der Wein hat. Und die Frucht, die beiden spielen schön und tragen den Wein über die Zunge. Und hinten im Abgang schmeckt er überhaupt nicht mehr süß und bappig, sondern die Säure und die Süße heben sich da gegenseitig auf und genau, machen halt eben das Feinherb im Mund, was für mich eben halt eben genau so die Weinstilistik ist.
Die soll nicht so süß sein, die soll schon ein Spiel haben. Und der Wein hat 15 Gramm Restzucker, so circa. Hat auch ein bisschen mehr Säure als der Flora, um halt eben dieses Spiel zu bekommen. Wobei ich da jetzt auch nicht hingehe und sage, hier der Wein soll feiner werden, da mache ich ein bisschen mehr Säure rein, sondern wir kennen unsere Weinberge ziemlich gut und meistens denke ich schon immer beim Lesen daran, okay, was kann hier draus werden? Oder ich habe so gewisse Bereiche in dem Berg und in dem Berg oder in dem Teil vom Berg, wo ich sage, okay, hier wachsen eher fruchtige Weine und die leicht sind. Und dann haben wir Teile über unserem Haus, wer das kennt, und das ist eine große Senke im Stephansberg, da wachsen immer schöne, reife, fruchtigere Weine. Und dann, wenn wir ein bisschen höhenmetermäßig ein bisschen höher gehen, da kommen dann meistens ein bisschen die feinherben Weine her, weil die dann ein bisschen die Kühle mitbringen von dem Moseltal in den kühleren Herbstnächten, ein bisschen, ja, bisschen länger ausreifen, aber auch nicht so viel Zucker bilden und die Kühle auch schön diese Frische erhält. Und deshalb eignen die sich super für feinherb. Und dann muss ich halt eben gucken, während die gären, dass ich mir dann immer sicherer werde, welcher Tank welcher Wein werden soll oder welcher Weinstil am besten zu dem Tank passt. Und gerade bei den Geschichten, die dann eben ein bisschen mehr Restzucker haben wollen, muss man sich dann eben entscheiden und dann schwefeln. Und mit Schwefeln beendet man die Gärung und den Prozess halt von der Traube zum Wein. Und wenn man einmal geschwefelt hat, kann man nicht mehr viel machen, außer man lässt ihn auf der Hefe liegen oder man lässt ihn sticht einmal ab, also trennt den einmal von der Hefe. Viel mehr machen wir eigentlich nicht. Dann haben wir relativ viele kleine Fässer, also dass wir dann hingehen und sagen, okay, wir machen einen Riesling Feinherb und dann holen wir zwei, drei Fässer und dann machen wir eine Cuvée und suchen uns Weine, die besonders gut zusammenpassen und machen aus zwei guten Weinen einen sehr guten. Das ist halt die große Kunst und das macht super viel Spaß und das machen wir mit den Gutsweinen halt eben besonders gerne, um halt eben die verschiedenen Charaktere, die wir für einen Gutswein haben wollen, reinzubekommen. Dann nehmen wir halt einen Weinberg, ein Fass, der besonders fruchtig ist und ein Fass, was eine schöne Präzision hat von der Säure her und kommen das zusammen, dann haben wir sowas wie hier, was schon sehr fruchtig ist und schön und dann aber die Säure halt, die sich dann schön zusammenfindet und den Wein dann eben ausmacht. Genau. Und das habe ich heute zum Beispiel mit dem 20er Jahrgang gemacht und ja, das ist immer, macht immer viel Spaß und ist spannend. Man will immer natürlich das möglichst gut machen, hat natürlich auch viele Optionen, wenn man so viele verschiedene Tanks hat. Aber man kennt ja grob seine Weinberge und man ist auch dann froh, wenn man es geschafft hat. Und ich bin super zufrieden mit dem 19er Jahrgang und mit dem Riesling Feinherb hier. Ja, Röstsüße hatte ich gesagt, so 14 bis 16 Gramm haben die meistens. Das spielt sich immer in dem Dreh dann ab. Ist der Umgang von Schwefel zwischen konventionellem Weinbau und Bio unterschiedlich? Ich sag mal grundsätzlich eigentlich nicht. Was in diesen Richtlinien festgeschrieben ist beim Bioanbau, sind auch Schwefelhöchstmengen für Wein. Und die gibt es auch für konventionellen Weinbau und die sind beim Bioweinbau tiefer, aber nicht die Welt. Und wir arbeiten halt hauptsächlich mit ganz gesundem Lesegut und arbeiten super schonend, sehr, sehr sauber und dann brauchen die Weine fast keinen Schwefel. Und wir sind, also ich liege mit den Schwefelwerten bei den Weinen so bei 30 bis 40% von dem, was man dürfte.
weil die Weine einfach nicht so viel Schwefel brauchen. Es gibt Stoffe im Wein, die binden ganz viel Schwefel, sodass man mehr Schwefel braucht, weil die Stoffe im Wein sich den Schwefel einfach, den man zum Wein hinzugibt, um den Oxidationsschutz zu geben. Da braucht man eine gewisse Menge an Schwefel und die nehmen sich den einfach und docken sich den dran und machen den damit unwirksam. Aber die Stoffe sind in gesunden Trauben fast nicht vorhanden. Das ist vor allen Dingen Botrytis, belastetes Lesegut, also diese grauen Trauben. Wenn man Botrytis Lesegut hat, das braucht mehr Schwefel. Aber in der Regel sind die Schwefelwerte, die wir bei uns haben, super gering. Und also deshalb kann man die Weine auch, finde ich, immer sehr gut vertragen. Verschluckt. Was muss ein Wein haben, um als Feinherb zu gelten? Ja, da kann man anfangen. Feinherb ist ein Begriff, der gesetzlich nicht richtig definiert ist. Da hatte ich am Anfang auch die Diskussion mit meinem Vater, weil wir da auch noch halbtrockene Weine hatten. Der Begriff ist gesetzlich definiert, eine Restzuckeruntergrenze und eine Restzuckerhöchstgrenze. Und alles, was in dem Bereich liegt, ist halbtrocken. Und mit meinem Vater waren feinherbe Weine immer süßer als halbtrockene Weine. Und ich finde immer, dass feinherb genau in dem Bereich liegt und eher noch ein bisschen trockener ist als halbtrocken. Ich mache es aber nicht an Restzuckern fest. Ich mache auch keine Analyse, wie viel Restzucker der Wein hat während der Gärung, wenn ich ihn stoppe, sondern mache das rein nach dem Geschmack. Dass halt eben diese Balance da ist zwischen der Süße und der Säure. Hat der Wein ein bisschen mehr Säure, hat er im Regelfall auch ein bisschen mehr Süße, weil sie sich gegeneinander aufheben. Und deshalb definiere ich liege meistens geschmacklich, tatsächlich komme ich immer zwischen 14 und 18 Gramm raus, jetzt seit 18, 19, 20, seit 3 Jahren, ohne Analyse, das kriege ich mit der Zunge auch ganz gut hin, mit dem Geschmack. Genau, deshalb ist es schwammig. Man kann dann feinherbe Weine bekommen, die ziemlich süß sind. Also der Wein muss, glaube ich, mindestens 10 Gramm Restzucker haben. Und drüber, ich glaube, es gibt keine Obergrenze. Das ist dann an die Vernunft des Winzers appelliert. Aber ich weiß nicht, ob ein Winzer zuguckt, der sich sehr gut mit gesetzlichen Restzuckergrenzen auskennt. Ich finde, ich merke mir lieber andere Sachen. ich weiß halt eben nur, dass Feinherb nicht gesetzlich geregelt ist. Und genau, nicht im trockenen Bereich sein darf, auch auf keinen Fall. Weil der ist halt reserviert für den trockenen. Auf jeden Fall über den trockenen Bereich. Und dann, ich glaube, ja, höher macht halt keinen Sinn, das nennt man dann eben süß. Genau. Gibt es Bilder von den verschiedenen Lagen? Ja, gibt es. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder, genau, da hatte auch einer gefragt, ob ich noch mal Bilder von Begrünungen zeigen kann. Ja, sicher, da kommen wir jetzt hier nach dem Wein zu, denn da will ich nämlich jetzt gleich erklären, was biologischer Weinbau in der Umsetzung für uns heißt, was wir machen, um halt eben unsere Ziele zu erreichen, unseren Weinbau so zu machen, dass er den Richtlinien und unseren Maßstäben gerecht wird. Und ich trinke noch gerade einen Schluck Riesling und dann würde ich sagen, können wir uns ein paar Bilder anschauen. Und dann erkläre ich ein bisschen über Begrünungen und über Boden und die Arbeit, die wir gerade machen im Moment. So. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsthema jetzt. Weinbau, Bio-Wingert. Da öffne ich jetzt nochmal die Bildergalerie und klicke nochmal zum Anfang. Gerade mal schnell durch, wenn ich hatte gerade nochmal. Jetzt geht es, genau, da war noch der Anfang. Biologischer Weinbau, quasi das Startbild. Das hier ist ein Bild in den Königslei Terrassen.
wo gerade eine Biene ein bisschen Pollen sucht. Die Pflanze heißt Blauer Natternkopf. Die haben wir hier sehr verbreitet in den Weinbergen. Das ist eine urtypische Art, die an der Mosel zu Hause ist. Und jetzt langsam wieder, finde ich, die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es wärmer geworden ist oder dass generell die Winzer ein bisschen mehr Toleranz gegenüber anderen Pflanzen in den Weinbergen haben. Also die kommt immer mehr und ist sehr, sehr attraktiv für Hummeln und Bienen. Und die blüht sehr schön dunkel lila bis ins Bläuliche rein. Aber das haben wir ja eben schon im Startbild gesehen und ich würde jetzt einfach mal mit dem nächsten Bild weitermachen. Da geht es über Boden. Und da komme ich zurück zu dem Ecowien-Leitsatz, gesunde Reben auf gesunden Böden. Und sage ich mal, Boden ist die Grundlage von allem. Da stehen wir drauf, da wächst die Rebe drauf. Ist so super geschmacksprägend. Immer wichtiger wird die Wasserhaltefähigkeit des Bodens. Und deshalb ist das ein ganz, ganz großes Thema, mit dem man sich sehr beschäftigt, vor allen Dingen im biologischen Weinbau. Hier sehen wir ein schönes Beispiel von der Bodenprobe. Kommt nahe dran an die Böden, die wir hier im Stephansberg Fettgarten vor allen Dingen haben. Sehr, sehr schön krümelig. Man sieht, der hat eine gute Struktur. Der Boden zerfällt in der Hand, bleibt aber in sich in kleinen Klumpen, sage ich mal, ganz fein. Man sieht eine feine Durchwurzelung. Besonders wichtig ist, dass man sieht, dass kleine Erdklumpen noch an den Wurzeln haften. Das spricht halt für ein gutes Bodenleben und eine gute Interaktion zwischen Pflanze und Boden. Und genau, der Boden sieht sehr, sehr gesund aus. Gute Böden sollen sehr belebt sein mit Bakterien, vor allen Dingen sind viele Milchsäurebakterien, Algen, Moosen. Und dann riecht der Boden, ein guter Wingertsboden, eben wie Waldboden, und ist ganz locker. Und wir versuchen halt eben das zu fördern, indem wir Begrünungen stehen lassen. Wir haben versucht einzusäen, Begrünungen, was relativ schwierig ist durch die Trockenheit und den Anteil an Steinen, an Schiefer. Also arbeiten wir mit Begrünung, die jetzt die letzten 6 Jahre sich von alleine durchgesetzt hat. Wir haben lange, also die ersten 3, 4 Jahre waren sehr, sehr schwierig. Wenn man dann auf einmal anfängt, also mein Vater hatte schon sukzessive darauf hingearbeitet, aber trotzdem, als der Schritt dann kam, war es noch mal krasser. Wenn man es dann einmal wachsen lässt, setzt sich immer erst Unkraut durch. Also Kraut, was eigentlich gar nicht so förderlich ist, aber sehr, sehr dominant, sehr, sehr schnell wächst, ganz einfach wächst, braucht fast keinen Nährstoff. Und das ist eigentlich Kraut, was wir nicht haben wollen. Und das dauert, aber das hat jetzt innerhalb von 3, 4 Jahren geklappt, dass das komplett verschwindet und sich eigentlich eine Flora, Fauna einstellt, die in den Winger, in den Standort gehört. Man kann das beschleunigen. Wir haben das mit dem Freischneider, mit einer Motorsense, habe ich die Weinberge am Anfang sehr regelmäßig gemäht und halt immer das stehen gelassen, was gut ist, was wir brauchen und eben das, was weg soll, gemäht. Und das ist mittlerweile so, dass man gar nicht mehr so selektiv mähen muss, sondern wir achten halt eher darauf, dass wir, wenn wir mähen, sehr hoch mähen, sodass die Reben oder dass die Begrünung sich noch vermehren kann. Und halt eben wir erst mähen, wenn das abgesamt hat, also sich vermehrt hat. Und so kriegen wir halt eine gute Durchwurzelung in den Boden und können halt so sehr gut steuern, wenn wir dann quasi den Boden bearbeiten, die Wurzeln absterben, bilden sich Hohlräume, wird Humus aufgebaut, der sehr, sehr wichtig ist, halt eben, um Wasser im Boden zu speichern. Was ein großes Thema ist in der Trockenheit, weil wir mittlerweile nur noch in den Wintermonaten, in einer sehr kurzen Zeit, meistens von Ende November bis April, mehr Regen haben als verdunstet, also Wasserüberschuss. Und ab dann bis zum Herbst verdunstet mehr Wasser als fällt. Also wir haben ein Defizit. Also müssen wir das Wasser, was im Winter fällt, versuchen in den Böden zu speichern. Dafür brauchen wir aktive, gesunde Böden, die Wasser aufnehmen und dann im Sommer wieder an die Rebe abgeben können. Und da ist ein gesunder Boden ganz essentiell. Man muss halt eben aufpassen, dass die Begrünung, die man dann hat, eben nicht in die zu starke Konkurrenz tritt mit den Reben. Und muss aufpassen, dass die Begrünung der Rebe kein Wasser entzieht.
Und da muss man, genau, braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl und halt eben auch Erfahrung. Und die kommt aber so langsam. Das kriegt man immer besser in den Griff. Die Pflanzen, die wir haben, die Pflanzen, die wachsen, kriegen wir besser in den Griff. Und mit der Zeit baut sich halt auch eben dieser Humus und die Struktur im Boden auf, sodass der Boden im Winter halt eben auch mehr Wasser speichern kann, der im Sommer dann eben zur Verfügung steht. Das kann man eigentlich wunderbar jetzt die letzten Jahre an unseren Weinbergen sehen. Die stehen im Sommer jedes Jahr immer ein bisschen besser da. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, noch die nächsten Jahre. Ich klicke mal eins weiter. Genau, da haben wir auch noch einen Partner von uns, der arbeitet im Boden. Der Regenwurm auch sehr wichtig. Der gräbt halt Gänge. Die organische Masse, die nimmt er oben auf, die Pflanzenreste, die absterben, und verteilt die dann in seinen Röhren. Durch die Röhren fließt Wasser in den Boden, durch die Röhren wachsen die Rebwurzeln in tiefere Bodenschichten. Und er ist einfach super wichtig für uns, beziehungsweise hilft extrem, gute Böden aufzubauen. So, jetzt kommen wir quasi zum nächsten Thema, zu eben dieser angesprochenen Wasserkonkurrenz, der Begrünung zu den Reben. Habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ein großer Teil des biologischen Weinbaus ist halt eben der Verzicht auf Unkrautvernichtungsmittel, auf Herbizide. Und dann bleibt uns halt eben eigentlich nur der Freischneider oder die Hacke. Und das ist so jetzt um die Zeit, dass wir vor allen Dingen die Reben, die wir die letzten Jahre neu gepflanzt haben, die noch relativ jung sind, wo die Wurzelhorizont noch nicht so tief geht und die noch nicht so viele Wurzeln gebildet haben, dass wir da besonders hinterher sind, dass die Konkurrenz der Beikräuter klein bleibt, und dann entfernen wir das, ne? Wir hacken das lose und ziehen die Kräuter und Kräuter dann in dem Bereich quasi zwischen den Reben, unter dem Stock, unter der Laubwand, entfernen wir dann mit Hacken. Da geht sehr, sehr arbeitsintensiv und geht viel Zeit drauf und ist natürlich auch sehr anstrengend, ne? Ja, genau. Ja, aber hier sieht man eben auch nochmal den klassischen Moselschieferboden, Grauschiefer, verschieden große und kleine Steine, teilweise sehr stark verwittert, ganz fein, teilweise noch sehr, sehr groß, die halt sehr geschmacksgebend sind. Und hier haben wir dann so eine Begrünung von uns. Hier ist im Fettgarten eine Spätburgunderanlage. 2019 war das. Hier sieht man wieder diesen blauen Natternkopf. Dazwischen so zwar ein wenig paar kleinere wachsende Pflanzen und viel Schafgarbe. Genau. Und das ist natürlich alles Biomasse, ne? Die ganzen Stängel, vor allen Dingen von dem Natterkopf, wenn man die mäht, mulcht, die verholzen richtig und bilden richtig schön Kohlenstoff, der zu Humus werden kann und gibt einfach eine gute Bodenstruktur. Alles, was hier hochwächst, wächst auch im mehr oder weniger selben Maße in den Boden als Wurzelmasse und dient uns natürlich als gute Grundlage, um damit zu arbeiten. Ich habe noch ein Bild davon, was ein bisschen bunter ist. Genau, auch ein bisschen mit gelben Blüten. Das hier ist so, würde ich sagen, vom Wachstum her Juni, Juli. Es wird so um die Blüte rum sein, kurz davor. Die Rebanlagen wachsen alle schön nach oben, die haben noch die Triebspitzen. Und jetzt wäre der Zeitpunkt bald gekommen, wenn alles blüht und verblüht, dass halt, ja, dass das dann gemulcht wird und halt als Mulchdecke dann liegt, um nochmal die Wasserverdunstung zu reduzieren. Der Mulch dient als Decke, nochmal als Verdunstungsschutz, und dann hat die Rebe jetzt dann mehr Kraft, um Trauben auszubilden nach der Blüte. So, boah, ich würde sagen, wir probieren jetzt nochmal den dritten Wein. Da habe ich Lust drauf, da freue ich mich drauf. Das ist jetzt ein anderer Jahrgang, das ist ein Jahr älter, das ist der 18er. Und da bin ich mal ganz gespannt jetzt nochmal drauf.
So, in der Zeit, wenn ich die einschenke, lese ich noch ein paar Fragen. Da mache ich auch nochmal Großbild, dann machen wir gleich mit den Bildern, geht das da, denke ich, weiter. So. Ich bin zu schnell, sagt jemand. Wir können nochmal ein Glas Feinherb trinken. Nee, jetzt habe ich hier trinken jetzt mal eine Riesling spät. Das hat jetzt Zeit verzögert. Ja, abstimmen ist auch blöd. Wir trinken jetzt mal eine Spätlese, danach kann ja dann jeder einfach nochmal trinken, was ihm am besten geschmeckt hat. Ist ein bisschen schwierig, dann nochmal von süß zurück auf trocken zu gehen. Schmeckt dann meistens noch ein bisschen trockener nach dem süßen Wein, aber der zweite und dritte Schluck, da ist man normalerweise wieder eingeeicht. Oder trinkt ein Glas Wasser mal zwischendurch. Ich schenke mir jetzt die, das steht nicht scharf, Riesling Spätlese Fruchtsüß von 2018 ein. Also ja, jetzt 18 im Glas, ein ganz anderer Jahrgang. Schon 2 Jahre her. Erinnere ich mich trotzdem sehr gut dran, weil das erste Jahr ist, wo ich richtig zu Hause war, also mit fertigem Studium. Und sage ich auch mehr, beziehungsweise die Weine auch dann machen durfte, konnte. Genau. Deshalb erinnere ich mich an den 18er Jahrgang noch sehr gut. Es war auch ein Jahr mit großer Hitze und Trockenheit im Sommer, was sich aber bis durchgezogen hat bis in die Lese rein. Also ich glaube, 18 habe ich öfter in kurzer Hose und T-Shirt gelesen als langer Hose und Regenjacke oder Pulli, was schon sehr ungewöhnlich ist. Also ein sehr, sehr warmer Jahrgang. Sehr, sehr reife Trauben, reife Säuren, teilweise also auch voluminöser, auch höher vom Alkohol als der 19er Jahrgang. Also, ich bin sehr gespannt. Ich hatte den Wein für die Probe ausgesucht, weil ich ihn nochmal probiert hatte und sehr angenehm überrascht war. Ich hatte den Wein vorher länger nicht mehr probiert. Wir haben jetzt eine Nase, die nicht mehr wie vom Riesling Feinherb so verschlossen ist, sondern die ist ein bisschen offener. Bisschen kräftiger. Man riecht, dass es schon ein bisschen länger auf der Flasche ist, aber ich finde überhaupt nicht alt. Oder Firn, wie man sagt, oder reif. Einfach nicht mehr so frisch, sprutzig, sondern ein bisschen sanfter schon. Jetzt gehen wir beim Restzucker ein bisschen höher bei der Spätlese. Das merkt man natürlich auch an der gewissen Cremigkeit, Fülle. Der Wein hat immer noch Kohlensäure, was ihn schön frisch und lebendig macht auf der Zunge. Und hinten dann eine schöne schmelzige Süße, aber auch eine Säure, die die Süße ganz schnell wegdrückt, sage ich mal, und richtig schön Trinkfluss zaubert. Ich finde den Wein noch sehr, sehr, sehr schön frisch. Also man hat oft gedacht, dass durch die Trockenheit des 18er Jahrgangs die Weine sich schwierig entwickeln. Der Jahrgang ist ja super hoch gelobt in der Presse als Jahrhundertjahrgang hin und her. Kann man vielleicht in Bezug auf den Ertrag sagen und super schöne Trauben. Man hat aber halt eben sehr, sehr reife Säuren. Und wovon man dann darauf und viel Trockenheit, auch dadurch auch reife Säuren und durch die Trockenheit hatte die Rebe aber auch Stress stellenweise. Und das verursacht oft Stoffe durch die, nochmal von vorne, die Stressreaktion verursacht in der Rebe Stoffe als Stressabwehr,
die den Wohlgeschmack des Weins negativ beeinflussen. Genau. Haben wir aber hier sehr, sehr gut hinbekommen. Also hier ist eine Anlage im Stephansberg gewesen mit einer Senke. Ein alter Weinberg, der keinen Stress hatte. Alte kleine Trauben sind das gewesen. Forsch heißt der Wingert. Und da weiß ich auch noch ganz genau, das war ein großer Tank und der hat mir auch in dem Moment dann so gut geschmeckt, dass ich ihn abgeschwefelt habe und die Gärung beendet habe und halt eben, ich finde die Süße und die Säurebalance hier in dem Wein, wie beim Feinherbenwein eben auch sehr schön. Ich finde das macht auch richtig Spaß zu trinken. Ich trinke ja meistens trockene Weine, aber so ab und zu hier so einen schönen süßen Wein. Macht mir auch sehr viel Spaß. Weiß nicht, wie ich die Frage verstehen soll von O, mit was ich von Rebläusen halte. Kacke in erster Regel, in erster Linie, weil Rebläuse sind quasi Parasiten der Rebe, die sich von den Wurzeln der Rebe ernähren. Dann wandert die Rebblase am Stamm hoch und vermehrt sich in den Blättern, fällt dann wieder auf den Boden und dann kommen sehr, sehr viele Rebläuse wieder zurück an die Wurzel und dadurch geht die Rebe kaputt. Da hatten wir große Problematiken und mittlerweile darf nur noch Reben gepflanzt werden, die eine andere Wurzel haben. Also da wird auf eine Wurzel von einer amerikanischen Wildrebe, die resistent ist gegen Rebläuse, wird Riesling draufgepfropft. Also der Teil von Reben, die jetzt neu gepflanzt werden, der im Boden ist, ist genetisch eine andere, stammt von der amerikanischen Wildrebe. Und das, was oben rauswächst und Früchte trägt, sind die Rieslingreben, die wir kennen schon immer. Das hat man gemacht, weil durch die Globalisierung, sage ich jetzt einfach mal, durch den Handel, die Reblaus eingeschleppt worden ist aus Amerika. Und dann hier die ganzen Weinberge befallen hat und wo hier dann massenweise Rebsterben war. Das haben teilweise Weinbaugebiete überhaupt nicht überlebt. Also die haben ihre Rebfläche zu 100% erneuert an der Mosel. Haben es aber sehr, sehr viele Weinberge überlebt. Ich weiß nicht genau warum. Man sagt teilweise wegen der Trockenheit, teilweise wegen dem hohen Schieferanteil. Und so hat die Mosel heute noch mit einer der größten Bestände der Welt an Reben, wo das, was von der Rebe im Boden ist, genau das gleiche ist, was oben ist und Wurzeln trägt. Das nennt man Wurzelecht. Also die Wurzel und der Rebstamm sind eins. Heutzutage ist es eben gefropft aufeinander. Und diese alten wurzelechten Reben haben wir auch noch relativ viele im Betrieb. Und die wachsen ein bisschen anders und geben auch einen ganz anderen Geschmack, kleinere Trauben, viele sagen auch aromatischere Trauben. Und es ist halt eine Seltenheit und eine kleine Besonderheit von der Mosel, dass es hier noch wurzelechte Reben gibt. Genau. So viel zur Reblaus. Ja, ob wir auch bestimmte Pflanzen, Blumen, Obst für Aromen oder nur für Biodiversität pflanzen. Also die Aromen vom Wein, die kommen 100% von der Traube und der Gärung. Also die Aromen werden von den Hefen in der Gärung produziert. Wenn Wein oder ein Riesling nach Pfirsich riecht, dann ist da kein Pfirsich mit vergoren, sondern dann hat die Hefe das Aroma produziert, was dem Aroma vom Pfirsich gleicht oder ähnelt. Genau. Genau, wir haben verschiedene Weinbergspfirsiche und Apfelbäume und wir pflanzen Begrünungen, die standortgerecht sind und halt auch uns gewisse Vorteile bringen. Also es gibt ja die Leguminosen, die holen den Stickstoff aus der Luft und bringen den in den Boden. Das ist natürlich für uns ein super Düngeersatz, damit kann man super gut arbeiten.
mit einer guten Leguminosenbegrünung kann man teilweise mehr Stickstoff binden, als man von der Düngeverordnung düngen darf. Ist aber rein pflanzlich und in dem System alles ganz natürlich. Wird auch nicht ausgewaschen, weil das alles fixiert ist an Wurzeln. Das ist eine super Sache. Dann pflanzen wir natürlich Begrünungen, die blühen für Biodiversität. Und halt eben Begrünungen, die besondere Eigenschaften haben von der Wurzelung. Es gibt zum Beispiel Ölrettiche, die, ja, wer den Rettich kennt, der bildet eine ganz dicke Pfahlwurzel und sprengt richtig den Boden auf. Man kann Weizen, Getreide, Roggen pflanzen, die dann stehen lassen, bis die gelb sind. Dann hat man Stroh, also wieder Kohlenstoff, was wieder zu super Humus wird. Genau, und das muss halt eben immer alles passen zu dem Standort, zu unserem Weinberg, zu der Begrünung, zu dem, was der Weinberg und Boden hergibt und auch braucht. Genau. Und aber wie gesagt, wir arbeiten im Moment noch hauptsächlich mit der Begrünung, die von alleine kommt, versuchen die möglichst gut zu steuern und zu lenken, weil wir immer Probleme hatten mit der Einsaat, mit Trockenheit, und wir wollen aber jetzt ja bald noch ein bisschen investieren, so dass wir dann über den Winter Begrünungen ansäen können, richtig bewusst säen, wie die Bauern auf dem Land. Um das noch besser, effizienter und noch gezielter zu steuern und einfach den Prozess zu beschleunigen und halt eben Saatgut in die Weinberge zu bringen, das wir haben wollen und nicht über Jahre selektionieren durch Mähen. Genau. Man sagt zur Ernte lesen. Boah, ich habe mal daran was gehört. Ich reime das jetzt zusammen, indem ich sage, dass wir lesen ja alle Trauben von Hand. Und man nimmt sich eine Traube und muss die quasi so genau angucken und drehen und pickeln und so und lesen wie ein Buch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das so die richtige Begründung ist. Wäre mal interessant. Ich weiß nicht, vielleicht weiß das ja jemand und kann es hier reinschreiben. Das haben wir auch nicht im Studium gelernt, tatsächlich. Ja. Genau. Ja, ich finde auch, dass der Wein auch super schön frisch ist. Macht viel Spaß. Der Wein hat Mitte 40 Gramm Restzucker. Der hat, ich glaube, 43 Gramm Restzucker und hatte aber für 18 eine stabile Säure von 6,9 in dem Bereich. Ist jetzt auch schon 2 Jahrgänge her, aber ich meine, mich da dran erinnern zu können. Und das ist auch ein alter Weinberg, der noch sehr eng gepflanzt ist. Damals hat man noch nicht so an die Maschinen gedacht, die irgendwann mal da durchfahren werden. Sind alte Reben und die sind auch wurzelecht. Kann schon sein, dass es daran liegt, dass der Wein nicht so viel Stress hatte und noch so schön trinkbar ist. Ich gucke noch mal ein paar Fragen. Genau, der Müller-Thurgau hat doch bekanntlich weniger Säure. Warum baust du diesen nicht zur trockenen Spätlese aus? Genau. Das ist auch eine super Frage, die ich eigentlich lieber in der nächsten Samstag an der Probe kläre, weil da geht es halt genau, eigentlich genau darum, warum es keine trockene Spätlese mehr gibt und warum wir Riesling zu der Staffelung benutzen in unserem Sortiment. Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen ausarten. Genau. Und ich finde ja oft, also die Säure hat immer so einen schlechten Ruf. Finde ich aber das Salz in der Suppe von einem guten Wein. Man kann es natürlich übertreiben, klar. Aber wenn man sie zu viel weglässt, dann wird ein Riesling auch schnell langweilig. Und es gibt natürlich viele Leute, die Säure überhaupt nicht vertragen. Da ist natürlich Müller-Thurgau eine super Variante. Sind die Burgunder eine super Variante. Genau. Wir haben halt 50% der Rebfläche Riesling. Und der Riesling gibt es schon immer an der Mosel, der wächst super an der Mosel, der bildet hier ein Geschmacksbild wie nirgendwo anders auf der Welt. Und Moselriesling ist nicht austauschbar und deshalb sind wir auch stolz auf den Riesling und bauen natürlich auch Müller-Thurgau und die Burgunder auch super gerne an, aber eben im Fokus auf den Riesling. Und warum die trockene Spätlese, das machen wir nächsten Samstag. Ich lese jetzt noch mal kurz ein bisschen rechts rein. Also, ich fange unten an. Bei uns kann man auch als Erntehelfer helfen. Gerne.
Es gibt ein gutes Mittagessen und gute Wein. Und macht Spaß, wir sind immer ein gutes Team. In den letzten Jahren sind wir ein sehr junges Team. Wir haben einen Biologen auch öfter mal dabei. Mein Bruder geht viel mit. Genau, Familienteam. Und macht immer viel Spaß. Und da muss man einfach sich vorher mal bei uns melden, da können wir drüber sprechen. Und dann kann man bei uns gerne helfen. Genau. Sehr schön. Wie viele Jahre bringt eine Pflanze Ertrag? Ja. Da können wir wieder ein bisschen über den biologischen Weinbau reden. Da spanne ich nochmal die Brücke zurück. Hängt natürlich von der Bewirtschaftung an, wie viele Jahre ein Weingart Ertrag liefert. Kann man vielleicht auch ein bisschen erklären, sage ich mal, benutze ich oft das Gleichnis, wenn man Mensch und Rebe gleichsetzt. Eine Rebe, die immer Stress hat, unter schlechten Bedingungen gepflegt wird, auf schlechten Böden wächst, Stress hat, weil sie zu viel Trauben tragen muss, zu wenig Wasser bekommt, die wird definitiv nicht so lange gesund bleiben und Ertrag liefern wie eine Rebe, die gut gepflegt wird, auf einem gesunden Boden steht und nicht so viel Stress hat. Und gibt es so eine Regel, dass man jetzt so die Weinberge nach 30, 40 Jahren, dass man die wegmacht. Wir haben ja hier in Merl eine Flurbereinigung gehabt, wo viele Flächen zusammengelegt und vergrößert worden sind. Da kamen die Wege in unseren Berg rein und da wurde halt großflächig neu gepflanzt. Die meisten Weinberge, die alten in Merl, sind 83 bis 85 gepflanzt, sind jetzt so 40 Jahre alt knapp. Und die setzt man jetzt neu. Die haben natürlich in den 80ern und 90ern natürlich ordentlich Ertrag auch geliefert. Wir im biologischen Weinbau sind runtergegangen mit dem Ertrag, weil die Rebe einfach nicht mehr bringt in dem System, so wie wir die bewirtschaften. Mit dem ja, fast Weglassen von Dünger. Und wir wollen überhaupt gar nicht so einen fetten Wuchs haben. Wir wollen, dass die Rebe langsam wächst, dass die Struktur der Rebe sehr, sehr fest ist, dass die Blätter fest sind. Dann sind die auch nicht so anfällig für Krankheiten. Und dass sie einfach in Balance ist, habe ich ganz am Anfang gesagt. Wir wollen ein ökologisches Gleichgewicht schaffen. Eben, dass alles im Einklang ist und dass es der Rebe gut geht. Und wir liegen jetzt im Schnitt bisschen mehr als die Hälfte von dem Hektar Höchstertrag in unserem Betrieb und das ist eigentlich ein gesunder Ertrag für die Rebe. Das ist auch ein gesunder Ertrag für uns wirtschaftlich und das ist so die Schnittmenge. Also wir ernten im Schnitt so 7000 Liter auf einen Hektar. Natürlich manche Rebsorten, manche Weinberge, die nah an der Mosel sind, manche Rebsorten ernten wir viel mehr. Manche Rebsorten für einen Rotwein oder Burgunder ernten wir halt weniger, dass man im Schnitt dann eben da in der Mitte liegt. Und ich hoffe, dass die Reben, die wir jetzt gepflanzt haben, möglichst lange stehen. Ich möchte kein, oder Ziel ist es, dass ich keine Weingart mehr neu pflanzen muss oder zweimal pflanzen muss. Wir haben jetzt relativ viel gepflanzt die letzten Jahre. Ich hoffe, dass wir die gehalten bekommen. Wir haben die Schnitttechnik geändert. Mein Vater hat natürlich jahrelang damals in der Schule gelernt, wie man Reben schneidet. Das wurde mittlerweile ein bisschen überholt und man schneidet jetzt ein bisschen anders, sieht ein bisschen anders aus. Da muss man sich dran gewöhnen. Da kriegt man auch oft ein bisschen schiefe Blicke. Ich finde das aber sehr sinnig, weil jeder Schnitt eine Wunde an der Rebe ist und man oben in dem Bereich, wo die Rebe austreibt, jeder Schnitt eine Wunde ist. Und wir schneiden so, dass wir die Schnitte reduzieren am Kopf und die Rebe immer ein Stück jedes Jahr wachsen lassen. Und die Rebe ist eine Rankpflanze, die ist eine Liane, die will eigentlich in Raum wachsen. Und deshalb schneiden wir die nicht mehr so arg zurück. Wir schneiden die ganz klassisch wieder auf zwei Triebe, so wie wir es immer gemacht haben. Aber wir holen die Triebe an verschiedenen Stellen. An denen, wo der Saftfluss halt eben gegeben ist. Und wir hoffen so, dass wir das Leben der Reben so verlängern können. Halt, das bleibt spannend. Das ist auch relativ neu. Ich glaube, die ältesten Weinberge, die so geschnitten sind, sind so 10 bis 15 Jahre alt in Italien. Und das werden wir sehen, was das bringt.
So, jetzt gucke ich schon mal. Also natürlich gibt es eine Internetseite zum Wein bestellen. www.weingut-richardscheid.de. Da ist auch ein Online-Shop und da sind auch Bilder zu den Lagen ein paar. Vor allen Dingen zu den Königsblei Terrassen und auch ein bisschen zum Berg und zur Philosophie. Also wer ein bisschen Hintergrundwissen braucht, kann da gerne mal reinschauen und reinlesen. Ich habe viele Bilder da reingestellt und ein bisschen Text und wer mehr Informationen wissen will, kann ja auch gerne mal zu einer Weinprobe vorbeikommen. Genau, dann können wir das machen. So, eine starke Geruchsveränderung. Ja, das kann jetzt, sage ich mal, sein. Es kann natürlich sein, wenn man zwischendurch rauchen war. Oder der Wein ist halt schon älter, sage ich mal. Der ist schon gereift da ein bisschen. Und sage ich mal, der Schwefel, der noch die 19er sehr, sehr gut schützt, ist hier bei dem schon ein bisschen weniger. Und deshalb hat er vielleicht nicht mehr so viel Schutz vor Sauerstoff im Glas und verändert sich dadurch schneller im Glas. Ist die Veränderung denn positiv oder ist sie negativ? Also wenn du sorry schreist, wahrscheinlich negativ. Wenn er ein bisschen mehr Luft kriegt, geht vielleicht mit Kohlensäure ein bisschen zurück. Der Wein wird ein bisschen ja, geschmeidiger. Und ich finde, der macht mir immer noch Spaß. Kriegst so einen leichten Anflug von Karamell. Das ist schon die Reife. Ich antworte noch gerade zwei Fragen und dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Bilder zwischendurch. Erkläre ich noch. Es kommt noch was zum Pflanzenschutz. Genau. Internetseite hatten wir gesagt. Und ob es Konflikte zwischen Bio- und Nicht-Bio-Winzern gibt. Auch eine super gute Frage, eine sehr interessante Frage. Und ich würde sagen, zu richtigen Auseinandersetzungen und Konflikten kommt es nicht. Es gibt Winzer, die finden das Thema lächerlich. Es gibt Winzer, die finden das Thema interessant, sind sehr offen dafür. Es gibt auch Bio-Winzer, die sehr gegen andere Winzer wettern. Es gibt Bio-Winzer, die sehr offen sind. Ich bemühe mich schon immer für einen Dialog. Ich denke schon, dass die Zukunft im Bio-Wein liegt, auch in der Bewirtschaftung der Flächen nicht mehr so intensiv zu bewirtschaften, sondern eher immer auf Qualität zu gehen. Und daher bin ich eigentlich nicht mehr von dem Weg abzubringen und freue mich natürlich immer über weitere Bio-Kollegen und finde immer ein bisschen schade, wenn man nicht ernst genommen wird oder für dumm verkauft wird. Das kommt natürlich vor, aber ich denke mal, das kennt jeder, der vielleicht ein bisschen eigene Wege geht. Genau, vielleicht gerade in der Mosel, was alles, wo die Entwicklung vielleicht noch ein bisschen in anderen Weinbaugebieten hinterherhinkt, nochmal ein bisschen extremer. Aber ich denke gerade in meiner Generation vor allen Dingen ist da eine große Offenheit und Interesse. Und ich werde auch immer öfter gefragt von anderen Kollegen zum Thema Begrünung oder Pflanzenschutz. Und interessanterweise können wir das oft gar nicht glauben, dass man Trauben ernten kann mit so wenig Pflanzenschutz oder mit so wenig Eingriff oder so wenig Düngung. Das braucht aber erstmal einfach seine Zeit. Und wir sind immer noch so ein bisschen in der Umstellung, bis wir ein richtig gut funktionierendes System haben. Wir haben, wie gesagt, 2015 umgestellt und sind jetzt im sechsten Jahr und es wird immer besser und einfacher. Man bekommt immer, natürlich kriegt man mehr Erfahrung. Und andere Leute sehen auch natürlich, dass es auch geht. Ne? Genau. Dumme Sprüche, die gehen dann mittlerweile da rein und da raus. Ja, wenn einer keinen Bock hat, sich darauf einzulassen, dann nützt es auch nichts mit dem, da redet man besser über was anderes, sage ich mal so.
Das, ja. Habe jetzt mich noch keinen einen Kopf gekriegt, weil ich ein Bio-Winzer bin und der andere nicht. Also, genau. Okay. So. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein paar Bilder. Ja, welcher Wein mir persönlich am besten schmeckt. Heute bei der Probe ist mein Lieblingswein Riesling Flora, weil das eben auch fast einer meiner Lieblingsweine im Sortiment ist. Jetzt leer trinken am liebsten würde ich wahrscheinlich Riesling Feinherb und am überraschendsten fand ich die Riesling Spätlese, dass die noch so frisch ist. Also sind alles irgendwie so kleine Babys von einem. Ich fülle nichts ab, was mir nicht schmeckt. Wir orientieren uns an dem Geschmack immer schon auch sehr, sehr dran, was wir wollen. Und deshalb, ich trinke schon sehr, sehr gern trocken, aber wenn es passt, auch einen süßen Wein. Sehr, sehr schwierig, die Frage immer nach meinem Lieblingswein zu beantworten. Heute würde ich sagen, es ist Riesling Flora. Genau. So, zeigen wir mal gerade ein paar Bilder über die Begrünungen. Da hatten wir ja eben gesprochen. Und jetzt machen wir Pflanzenschutz weiter. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Das ist ein Blatt, was relativ jung ist. Das kleinste Blatt oben an der Triebspitze. Und das ist befallen von Peronospora, heißt das. Das ist eine Pilzkrankheit, die vor allem auftritt bei feuchtem Klima und wenn es so schön mollig warm ist, also schwül. Genau, die Grundregel für Pero ist immer ab 10 cm Triebwachstum, wenn die Rebe so lang ist und es 10 Liter regnet und 10 Grad warm ist, ab dann ist der Pilz im Weinberg. Ne? Und der Pilz ist überall da, überall in den Weinbergen und die Eier oder Hyphen, die liegen im Boden und die brauchen halt eben eine gewisse Bodentemperatur und Feuchtigkeit, damit die anfangen zu keimen. Und dann wandern die mit dem Regentropfen, mit Regentropfen oder mit Staub, wandern die Sporen vom Boden auf die Blätter. Und wenn dann regnet, rutschen die mit dem Regen auf die Unterseite vom Blatt und gehen in die Spaltöffnungen vom Blatt rein und infizieren so die Rebe. Und wie man hier sieht, was hier alles weiß ist, stirbt mehr oder weniger dann nachher ab vom Blatt. Das heißt, zum einen verlieren wir Blattfläche, was wir brauchen, um die Trauben reif zu bekommen. Und die befallen die Trauben direkt auch. Das heißt, eine befallene Traube ist nichts mehr wert. Daraus kann man keinen Wein mehr machen. Also müssen wir unbedingt die Reben vor Pero schützen, Peronospora schützen. Und dazu bleibt uns nicht viel. Und da können wir jetzt mal über die Pflanzenschutzmittel reden. Die basieren halt eben auf natürlichen Stoffen, was wir jetzt noch nicht so stark in unserem Betrieb machen, was aber Kollegen sehr erfolgreich machen, vor allen Dingen in trockenen Gebieten wie in Rheinhessen. Die arbeiten mit Pflanzenextrakten, das heißt, die sammeln zum Beispiel Ackerschachtelhalm, Efeu, die sehr viel Silikat haben, kochen die aus und sprühen die auf die Reben, weil die hat der Pilz nicht gerne. Und das ist einfach schon mal ein super Beispiel, wie natürlich man Pflanzenschutz betreiben kann. Ist auch natürlich sehr, sehr aufwendig, ne? Und deshalb hat man einfach weniger Zeit für andere Dinge. Und wir kriegen das im Moment noch nicht so richtig runter. Ich finde das super interessant. Und das ist halt, ja, arbeitet man mit Tees. Ein anderes Mittel, was auch deutlich wirksamer ist, ist halt eben Kupfer. Im biologischen Weinbau gibt es halt eine Obergrenze von der Reinkupfermenge, die man pro Jahr spritzen darf. Die liegt bei 3 Kilo pro Hektar. Und Kupfer ist das einzige Mittel, was man als Bio zur Verfügung hat, um diesen Pilz aufzuhalten. Und wir spritzen das je nach Wetterlage in Dosen von 50 bis 300 Gramm pro Hektar. Pro Hektar. Ne? Also eigentlich super minimal. Und wir versuchen natürlich, das Kupfer so gut es geht durch andere Strategien zu vermeiden. Das ist halt eben zum einen der gedämpfte Wuchs, dass wenn die Rebe nicht so viel wächst, bildet die auch nicht so viel neue Blätter und ein neues Blatt, was nicht behandelt ist,
beim Spritzen ist halt anfällig. Weil da, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Die biologischen Mittel sind alle Mittel, die nur da wirken, wo die Rebe treffen. Also beim konventionellen Weinbau, die haben halt eben diese chemisch-synthetischen Formulierungen. Da können teilweise oder werden dann Mittel gespritzt in der starken Wachstumsphase, die mit der Rebe mitwachsen. Die gehen durch die Spaltöffnungen in die Rebe rein und bilden den Schutz von innen. Verändern ein bisschen das Phytohormonsystem der Rebe und so. Und ich persönlich mag es nicht so gerne, aber ist halt viel sicherer. Weil wenn wir Pflanzenschutz betreiben und die Reben benetzen und es regnet, wird das abgewaschen. Es gibt verschiedene Haftmittel, die vielleicht einem Regen trotzen. In Starkregen halten sie nicht aus und zwei, drei schöne Landregen, dann sind unsere Reben ohne Schutz. Und da müssen wir ganz genau das Wetter gucken und ganz genau die Vermehrungsrhythmen von den Pilzen wissen und ziemlich genau seine Weinberge kennen, damit man dann zum richtigen Zeitpunkt wieder die Blätter und die Pflanzen benetzen kann und vor dem nächsten Regen und die Infektion dann eben schützen kann. Und wenn es jetzt so viel regnet wie in 2016, wo quasi jeden zweiten Tag der Pflanzenschutz abgewaschen wird, muss man quasi vor jedem Regen wieder neu benetzen. Das heißt, ein Bio-Winzer kann auch manchmal öfter im Weinberg sein und spritzen, aber 2016 bin ich mit Kupfermengen von 30 bis 80 Gramm pro Hektar gefahren, also minimal. Zum Beispiel bei der Abspritzung im normalen Weinbau ist teilweise 2 bis 2,5 Kilo Reinkupfer üblich. Und wir spritzen 50 Gramm. Also die Menge ist drastisch eine andere. Und man benetzt dann halt eben einfach öfter. In Jahren wie 2020 sind wir 9-mal gefahren. Und da kamen wir mit einer Gesamtkupfermenge von 1700 Gramm hin. Also gerade so die bisschen mehr als die Hälfte, als was wir dürfen. Und das ist schon sehr gut. Und da spielt uns auch das trockene Wetter ein bisschen in die Karten, weil da der Pilzdruck nicht so hoch ist. Aber man sieht halt einfach, dass wir mit viel, viel weniger Mittelaufwand arbeiten und sehr genau immer gucken müssen, wann wir applizieren, wann es sinnvoll ist zu applizieren. Nicht einfach stumpf immer nach 12 Tagen fahren nach dem Spritzplan, sondern immer wetterabhängig arbeiten müssen, wachstumsabhängig arbeiten müssen. Wenn die Rebe nicht so viel wächst, muss man auch nicht so viel hinterher sein mit dem Schutz. Und da muss man einfach ein Händchen für kriegen. Genau, ist aber ein großes Thema, denn ohne Pflanzenschutz, leider hat sich der Pilz mittlerweile so weit verbreitet, ist es nicht möglich, Trauben zu ernten nachher. Also 2015 gab es Betriebe, die das auf die Spitze getrieben haben und mit drei, vier Spritzungen auch klargekommen sind in manchen Parzellen. Dafür muss der Weinberg aber extrem dafür gemacht sein, sage ich mal. Genau, großes Thema. Kostet viel Geld, ist viel Arbeit, macht, glaube ich, keinen Bio-Winzer, keinen Winzer gerne, aber ist halt nötig, ne? Damit wir Wein trinken können. Und genau, wir arbeiten dran, immer das möglichst in einem Maß zu halten. Und ja, ist ja sehr technisch, bin ich vielleicht schon ein bisschen zu viel ins Detail gegangen. Genau. Guck mal, was das nächste Bild ist. Oder ich gucke noch mal gerade ein paar Fragen. Genau, Thema Spritzen auch. Was ist mit dem Spritzhubschrauber? Ist das problematisch, wenn ihr nebenan liegt? Also Thema Spritzhubschrauber. Mosel ist ja das einzige Weinbaugebiet Deutschlands auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwo auf der Welt noch anders mit dem Hubschrauber gespritzt wird. Wo auch die steilen Reben mit einem Hubschrauber, wo die Spritzmittel mit einem Hubschrauber verteilt werden. Und das liegt ja auf der Hand, dass der nicht so genau immer gucken kann, welche Winger er treffen soll und nicht. Da gibt es bestimmt auch Überschneidungen. Jetzt haben wir das Glück, dass wir neben sehr, sehr wenigen Hubschrauberflächen liegen.
Und wir sehr, sehr große Parzellen haben mittlerweile. Wir haben Parzellen, die sind einen Hektar groß. Wir haben mehrere Parzellen, die sind ein halbes Hektar groß, wo halt die Fläche sehr, sehr groß ist und in sich dann schön geschlossen und man da so richtig schöne Systeme aufbauen kann. Aber halt eben haben wir auch Flächen, wo bestimmt auch ein bisschen Überschnitt ist, der aber so gering ist, dass er nicht nachweisbar ist. Also da gibt es ja auch Untersuchungen und die Kontrollbehörden, die uns kontrollieren, nehmen auch regelmäßig Proben, beziehungsweise gibt es ja verschiedene, oder das Weininstitut, die Hochschule Geisenheim, wo ich studiert habe, forscht in die Richtung ja auch, dass quasi der Anteil dann dadurch so gering ist, dass er nicht signifikant ist und am Ende bleibt uns ja auch quasi keine andere Wahl, als das hinzunehmen. Genau, das sehe ich auch nicht als großes Problem. Also, weil die Hubschrauberspritzung durch die Mechanisierung mit Raupen in den Steillagen extrem abgenommen hat und in der Menge der Fläche auf unsere Flächen fast keine Rolle spielt. Wie ist denn der Anteil von Bio-Winzern und Nicht-Bio-Winzern? Also, Bio-Winzer-Anteil habe ich gerade nicht im Kopf. Also, ich weiß definitiv, dass 10% der deutschen Fläche Bio-Weinberge sind. Ich hab es mir aufgeschrieben, ich habe den Zettel nicht dabei. trage ich aber gerne nach. Also, oder hier, mal, guck mal gerade. Ich weiß, auf der Ecowin-Seite steht das. Und, oder auf der DWI-Seite. Ah ja. Gucken das mal gerade nach. Ja, also 10% der Fläche. Und dann, ich weiß nicht, kann man vielleicht sagen, auch Bio-Flächen sind, Bio-Winzer sind vielleicht im Schnitt in der Regel ein bisschen kleiner als normale Betriebe. Wenn es 10% der Winzer sind, würde ich sagen, sind es vielleicht 10% der Fläche sind 6% der Winzer. Genau. Also schon ein sehr kleiner Teil, weniger als ein Zehntel. Aber der Markt, der wächst. Und Winzerregeln, uiuiui. Also genau, über die Regeln kann man sich ja. Es gibt natürlich viele Wetterregeln, ne? Mit den Eisheiligen und so, die aber immer mehr an Bedeutung verlieren durch den Klimawandel, der ja alles auf den Kopf dreht. Also ich hatte schon Sonnenbrand dieses Jahr und eine Woche später hat es geschneit. Und das ist schon ein bisschen verrückt. Und das war halt früher anders und deshalb glaube ich, verzerrt sich das alles ein bisschen. Ich habe letztens noch eine Regel gehört, mal gerade mal eine Sekunde, ob ich die noch zusammenkriege. Irgendwie ist, wenn der April und Mai sehr nass, ist voll das Fass. Also quasi, wenn man genug Regen im Frühjahr hat, kann man auch viel ernten. Gibt natürlich so ein paar Sprüche. Ja. Mal gucken, wer fällt denn noch so ein? Vielleicht fallen mir nachher noch mal ein paar ein. Ah, genau. An der A, genau, spritzt auch der Spritzhubschrauber, das stimmt, genau. Also immer eher in den Steillagen. Oder genau, viel Hubschrauber wird da eben noch eingesetzt, wie bei uns in den Königsleiterrassen, wo Mauern sind, die eben nicht mechanisierbar sind durch die neuen Raupenentwicklungen, wo man quasi mit Fahrzeugen durch die Weinberge fahren, die die Arbeit abnehmen. Kann vielleicht auch das Wallis sein in der Schweiz. Die fliegen zum Teil auch noch Trauben mit dem Hubschrauber aus den Weinbergen raus. Vielleicht machen die auch Pflanzenschutz noch damit, könnte ich mir vorstellen. Ist die Tendenz von der Hubschrauberspritzung, die findet auch immer mehr Gegner in der Bevölkerung. Also früher weiß ich noch, da hat der Hubschrauber unter unserem Haus die Wingert gespritzt. Da konnte ich dem immer winken aus unserer Küche raus. Da war der nämlich irgendwo auf einer Höhe. Mittlerweile müssen die ja einen Mindestabstand zu Dörfern haben und
Die Beschwerden häufen sich immer, wenn die Autos getroffen werden, und deshalb rückt er auch immer weiter weg von den Häusern. Und ja, der Steillagenweinbau ist ein bisschen auch noch davon abhängig, ne? Wenn die Bewirtschaftung immer schwieriger gemacht wird, ne, durch Politik in den Steillagen, und das alles wegfällt, auch mit dem Glyphosat, auch so ein Thema, dann gibt es vielleicht irgendwann keine Steillagen mehr, und das wäre schade, und die muss man schützen. Genau. Genau. Ja, Felix Winzer-Regel finde ich sehr gut. Die hatte ich eher als Trinkspruch abgespeichert als Winzer-Regel, aber kann man auch, ist wahrscheinlich, gilt beides. ja, ich gucke mal nach dem nächsten Bild. Das ist ein Grubber. Also jetzt kommen wir quasi zu der Arbeit, die wir im Moment, gerade noch gestern war schon Marius draußen. Das fängt jetzt an, quasi die Bodenbearbeitung, wie vorhin mit dem Hacken, weil wir nicht alles ha hacken können. Wir machen 6,5 Hektar Bio-Rebfläche. Da hacken wir halt, wie gesagt, nur das ganz Steile, was man nicht mit dem Grubber fahren kann. Und die Jungerlagen haben wir uns hier so einen kleinen Grubber umgebaut. Das sieht so aus, dass der Traktor eine Seilwinde hat. Einer mit dem Grubber, der hat zwei Räder, der zieht den Weinberg runter. Dann setzt man sich auf den Sitz, und dann wird man am Seil hochgezogen. Und wir fahren mit drei Scharen in der Breite von 30 cm ganz knapp an die Rebe ran und wenden den Boden bei der Rebe, um die Begrünung halt eben da zu stören und zu entfernen, auch teilweise, damit halt die Reben genug jetzt das Wasser, was noch fällt jetzt in Monaten, dass das gut versickert und eben der Rebe zur Verfügung steht. Und das ist halt der Bereich, in den die Rebwurzeln sind, die hat eine ganz besondere Eigenschaft, die man jetzt die letzten Jahre festgestellt hat. Die Rebe ist in der Lage, Wasser aus dem Boden anzusaugen und in dem Wurzelbereich, in dem Unterstockbereich, den wir eben ganz besonders frei halten wollen, vorzulagern, zu speichern. Und wenn der halt eben stark begrünt ist, dann zieht die Rebe Wasser an, und das Kraut, was nicht dahin kommt, wo die Rebe hinkommt mit dem Wasser, klaut der Rebe dann das Wasser, was die sich hochgeschafft hat. Und deshalb muss der Bereich frei sein. Das machen wir eben mit dem Freischneider, mit der Hacke oder halt eben mit dem Grubber. Und das sieht dann so aus. Hier haben wir eine Anlage, hier sieht man, dass die Reben zurückgeschnitten sind und einmal wieder an den Draht gebogen sind. Wir warten jetzt auf den Austrieb, damit wieder alles grün wird. Und da sieht man unsere Begrünung. Und halt eben der Streifen ist halt jetzt da sehr, sehr gut. Das war der richtige Zeitpunkt. Das haben wir das Kraut halt eben gebrochen und gestört, um das halt eben frei zu halten. Ist sehr, sehr zeitintensiv. Wir haben gestern hier die linke Seite der Rebzeile bearbeitet auf einem Hektar. 8 Stunden brauchen wir dafür. Müssen jetzt den Grubber umbauen und fahren die andere Seite noch. Dann haben wir einen Streifen von 60 cm. Da brauchen wir 2 Tage für einen Hektar. Also sind wir quasi 2,5, 3 Wochen nur am Grubbern. Und das ist schon extrem zeitintensiv. Deshalb grubbern wir auch nicht alles. Wir können ja auch noch ein paar Flächen mit den Maschinen bewirtschaften. Aber gerade hier sieht man, das sind dünne Stämme. Das ist eine Anlage, die haben wir 2018 gepflanzt. Da ist es halt eben nötig. Und da gehen wir auch nochmal mit der Hacke nach und machen das weg, was wir nicht mit dem Grubber bekommen haben. Und ansonsten steht der Wingert sehr schön da. Ja. Zweite Winzerregel auch klasse. Ja, und der Frost und Schnee, der macht einem Winzer natürlich Sorgen. Jetzt ist es bei uns so, dass die Reben noch nicht so weit sind, dass die erfrieren können. Also, erfrieren kann eigentlich nur das, was grün ist, wo in den Rebteilen, wo Wasser drin ist, was nicht verholzt ist. Das erfriert halt eben, und so weit sind wir noch nicht. Das ist die Augen, nennt man das, wo die Triebe austreiben. Die werden jetzt langsam dick. Man sieht, die Rebe ist am Arbeiten, da ist wieder die pumpt Flüssigkeit und Nährstoff in die Rebe. Und bereitet sich auf den Austrieb vor. Aber die Gebiete in Frankreich, Burgund, wo es die Chardonnays und die Spätburgunder gibt, da gibt es Winzer, die können
im Herbst im Bett liegen bleiben, weil denen ist extrem viel erfroren. Man sieht das jetzt immer in so Videos. Ich habe ja bin in vielen Gruppen da, wo man dann Beiträge sieht von Winzern eben aus dem Burgund vor allen Dingen. Aber ich glaube, flächendeckend Frankreich ist ganz krass dieses Jahr. Da ist nächste Woche nochmal minus 5 bis minus 8 Grad gemeldet in ganz Frankreich, Champagne, alles. Und die sind halt so weit, dass da schon ein kleines Plättchen zu sehen war. Da war der Trieb so 1 bis 2 Zentimeter lang, ein kleines Blatt. Und das erfriert halt eben. Ne? Die arbeiten dann sehr, sehr viel mit so, das sind Metalleimer, da drin ist Paraffinwachs, wie eine riesengroße Kerze. Das sind, die machen dann kleine Lagerfeuer im Weinberg und die rauchen extrem stark und der warme Rauch drückt die kalte Luft ein bisschen weg. Die zünden die meistens so gegen 4, 5 Uhr morgens an. Dann sieht man, die Bilder sehen schön romantisch aus da in Burgund. Das sind hektarweise Lagerfeuer, alle 5 Meter. Alles schön schwarz verraucht. Die versuchen halt eben alles, ihre Reben zu schützen. Das ist ein extremer Aufwand. Wie da die CO2-Bilanz ist, glaube ich, darf man auch nicht nachfragen. Aber ich denke mal, wenn nächste Woche nochmal so kalt wird, dann irgendwann kann man das auch, schafft man das nicht mehr. Und dann holt sich die Natur das zurück. Und dann ist es einfach krass, wie weit wir jetzt sind, Anfang April, dass wir schon so ausgetrieben sind. Wir hatten ja teilweise noch Frost im Mai. Und wenn wir Frost im Mai kriegen, werden wir auch so weit sein. Ich denke, die frühen Weinberge, die jungen Reben, die richtig wachsen wollen, die werden, wenn es gut, wir haben jetzt noch nächste Woche kühl gemeldet, aber wenn es dann Sonne kommt, dann werden die richtig drücken. Wenn wir jetzt noch Wasser haben, dann werden wir innerhalb von kurzer Zeit schnell vorankommen und schnell zwei Plättchen haben, denke ich mal. Und wenn es dann kalt wird, dann haben wir ein Problem. Ne? Dann haben wir halt vielleicht noch das Glück, dass wir Steilhänge bewirtschaften oder Hänge, wo die kalte Luft abfließen kann und nicht wie in den Senken, wie oft dann im Burgund oder in Chablis, die haben rechts und links ein Tal, und das sind so Hohlkessel und wo die kalte Luft reinfällt, sondern bei uns fließt sie dann zur Mosel und bei uns sind auch meistens immer die Weinberge betroffen, die an der Mosel sind, weil da die kalte Luft zusammenfließt. Wir haben aber das meiste im Berg und ich hoffe, dass wir im Auge da, ja, oder dass es gut geht. Letztes Jahr sind wir ganz knapp dran vorbeigerutscht an den Flächen, die an der Mosel sind. Was halt auch immer ärgerlich ist, sind junge Reben, die noch nicht, wie auf dem Bild zu sehen, einen angebundenen Bogen haben und einen Stamm, der ist ja circa 90 cm über dem Boden, sondern noch den Stamm bilden müssen und grüne Plättchen im Bodenbereich haben, der immer schneller kalt wird. Und das ist natürlich gefährlich. Aber wir sind da machtlos. Also das würde sich für uns nicht rechnen, mit der Paraffinwachs da die Luft zu erhitzen. Das, im Burgund haben wir andere Flaschenpreise und können das vielleicht anders kalkulieren. Aber da ist man ein bisschen ausgeliefert. Das ist halt so mit der Natur. Ich denke, habe auch jetzt die letzte Woche immer schon an die Bauern gedacht, die ihre Felder bestellen. Da, die wissen ja auch nicht, nachher ist es zu trocken, dann müssen sie eher früh aussäen und dann friert es nochmal nachher. Und das ist super schwierig und denke, wird immer schwieriger. Und genau. Das bleibt spannend, was da kommt. Genau, und Frost ist natürlich gefährlich. Gerade wenn es jetzt nass ist und friert. Ja, genau. So, jetzt kriege ich hier noch gerade Informationen von Winzern. Genau, das hatte ich schon gesagt. Ja, hatte ich ja. Also, hatte ich schon gesagt, 245 Winzer sind Ecowin-Winzer. Und 9% der Rebfläche, es ist bio bewirtschaftet. Und das sind circa 800 bis 900 Biobetriebe. Ist nicht so viel eigentlich, ne? Kleine Fläche. Ich weiß jetzt halt nicht genau, wie viele Winzer es in Deutschland gibt. Ah ja, 70.000. Danke. Ungefähr 70.000 Winzer machen Wein. Und davon 8.800. 800? Echt? Geschätzt 800 Bio-Wein. Hätte ich jetzt gedacht, auch wäre mehr. Okay. Ja, ist krass klein. Also ist hier sehr hochexklusives Weinprobe.
Ich fange aber nochmal vorne an. Ich trinke noch einen Riesling Flora und beantworte gerne noch ein paar Fragen. Ich gucke mal, ob ich mir denn schon irgendwie vergessen habe. Oder... Ah, genau. Ich habe vorher noch ein Bild hinzugefügt. Da können wir auch noch ein bisschen weiter. Genau, stimmt. Über den biologischen Weinbau sprechen und um das bisschen zu erklären, dass halt eben nicht nur im Weinbau und im Keller passiert, sondern eher so ein ganzheitliches Ding ist. Also ich habe auch eben von der ökologischen Konsequenz gesprochen, die halt eben auch darüber hinausgeht, halt über den Weinanbau, eben durch, ja, ein bisschen Obstbau, ein bisschen Auflockerung, ein bisschen Insektenhotel, okay, aber halt eben auch auf Ressourcenschonung, ne? Ganz wichtig. Hier sieht man jetzt ein Beispielbild, das sind unsere Weinkartons, die man jetzt auffalten kann und kein Klebeband mehr braucht, die eine extra starke Pappe haben. Ist auch so schön glatt, die wird überhaupt nicht schnell dreckig und das ist alles sehr, sehr förderlich dafür, dass wir die Kartons viel öfter benutzen können. Also im Betrieb, wenn wir viel versenden, bleiben die Kartons im Betrieb und wir füllen wieder neue Flaschen ein zum Verkauf. Ne, das ist natürlich, dann nimmt der Karton fast, ist dann noch wie neu. Wir nehmen aber auch ganz, ganz viele Flaschen wieder von Kunden zurück, wenn wir Wein ausliefern in den Kartons. Und die Kartons, seit der Umstellung auf die neuen Kartons, können wir auch wieder zum großen, großen Teil wieder nutzen. Und dadurch sparen wir natürlich extrem viel Papier. Und ein schönes Beispiel sind dann immer diese schwarzen Flecken auf dem Karton, wo ich die Nummer von dem Wein, der da vorher drin war, durchstreiche und dann die neue draufschreibe. Also der Karton hier vorne im Bild, wird jetzt quasi zum dritten Mal von der Nummer 2 benutzt. Das Weißburgunder drin gerade. Und vorher war vielleicht Grauburgunder drin oder mein süßer Riesling. Aber das ist gut und das ist wichtig. Und so machen wir es auch mit den Flaschen. Deshalb haben wir die Flaschen auch umgestellt. Wir hatten ja vorher noch Bordeaux-Flaschen. Die haben wir rausgenommen. Haben jetzt nur noch Schlegelflaschen. Und bis auf den Rosé und den Litter und den Sekt. Burgunder, Rieslinge, Rotweine. Trocken und süß, alles in die Schlegelflasche gefüllt, sodass wir eine große, gleich einheitliche Flasche haben, die wir auch wieder zurücknehmen, ein paar Orte weiter in Enkel spülen lassen und auch zweimal auf jeden Fall füllen. Also ich kann schlecht nachvollziehen den Weg von der Flasche, aber die Mengen, die wir spülen, schätze, also zweimal benutzen wir die Flasche wieder und das ist auch sehr gut. Also ein Neuglas braucht ja auch unglaublich viel Energie und ist halt nur so günstig, weil es stark subventioniert wird und deshalb ist es eigentlich auch wichtig, nochmal die Flaschen zu spülen. Wir verzichten mit der neuen Ausstattung auf eine Kapsel, einfach um Plastikmüll zu reduzieren, weil der muss auf jeden Fall abgemacht werden, wenn die Flaschen gespült werden und neu gefüllt werden. Und wir haben uns dazu entschieden, das komplett wegzulassen. Dann haben wir ganz, ganz schlichte Etiketten gewählt, die halt eben nicht viel Tinte brauchen. Wir drucken eigentlich nur das drauf, was drauf muss. Keine großen Muster oder Kladderadatsch. Und sparen halt eben dann eben auch Tinte und einfach Arbeitszeit beim Drucken. Und ja, genau, das sind halt, wie gesagt, laugenlösliche Etiketten, damit man die Flaschen wieder spülen kann. Dann gucken wir, dass wir möglichst viel verbinden können, wenn wir einkaufen oder Wein ausliefern müssen, immer noch andere Erledigungen erledigen, wenn man mal das Auto anschmeißt. Wir haben ein großes Dach mit Solar. Wir produzieren bis zu dreimal mehr Strom, als wir verbrauchen. Achten drauf, dass wir möglichst wenig Wasser verbrauchen. Und ich denke, das alles sind irgendwo schon selbstverständliche Punkte, aber auch irgendwo wichtig und geht halt irgendwie über die normalen Richtlinien hinaus, ne? Aber das eben ist halt irgendwie alles der Mehrwert, den man hat, wenn man eine Flasche von
Richard Scheidt dann eben kauft. Ne? Das kauft man dann dadurch halt alles mit. Man kauft man die Handarbeit im Weinberg mit. Mit einer Flasche Wein von uns werden circa 3,5 Quadratmeter Land biologisch bewirtschaftet. Mit der Mitgliedschaft in Ecowin achten wir extrem auf Biodiversität, kontrolliert, was ja ganz wichtig ist, durch das Siegel. Genau. Und ich denke mal, das Bewusstsein wollte ich halt heute irgendwie nochmal deutlich machen, dass man Weine unterschiedlich produzieren kann, was man vielleicht oft nicht unbedingt schmecken kann, aber dass wir uns da halt eben sehr viele Gedanken drum machen, wie wir produzieren und ja, dass uns das wichtig ist. Und wer das unterstützen will, der da kann uns ja dann gerne unterstützen und kann so halt eben dann auch einen Beitrag zum Insektenschutz und zum Naturschutz leisten. Eigentlich auf eine ganz Win-Win-Situation mäßige Weise, ne? Man kriegt dann eine schöne Flasche Wein und hat dann was quasi für die Mosel getan, für den Steillagenweinbau und den biologischen Weinbau. So, ich komme mal auf die Fragen. Welche Weine werden das nächste Mal verkostigt? Also, wir trinken nächstes Wochenende, nächsten Samstag, drei trockene Rieslinge. Gutswein, Ortswein, Lagenwein, sage ich jetzt ganz bewusst so, weil es um das Thema auch geht. Was heißt denn eigentlich Ortswein? Und was ist ein Lagenwein? Und warum gibt es keine trockene Spätlese mehr auf dem Etikett? Genau, das will ich klären. Mehr will ich noch gar nicht sagen. Und dann übernächsten Samstag, am 24. probieren wir Rivaner Weißburgunder, Grauburgunder. Alle vom Jahrgang 2020. Die haben wir nämlich schon abgefüllt und die machen super viel Spaß. Und da will ich einfach erklären, was wir das Jahr 2020 gemacht haben, wie das Klima war und wie das dann schmeckt. Genau. Das ist dann die Burgunderprobe. Wollt ihr dann die leeren Flaschen wieder haben? Wir kommen gerne immer wieder. Ja, also wir nehmen die Flaschen gerne wieder. Wir haben deshalb, das ist der einzige Grund, warum diese großen Gitterboxen vor dem Keller stehen. Da legen wir nämlich die Flaschen rein und sammeln die, damit wir, wenn wir genug haben, die spülen lassen können. Genau, also Leergut nehmen wir immer gerne. Warum haben wir noch Korken? Sind die auch recycelbar? So, genau. Also, ein Korken ist ein natürliches Produkt und Kork verwittert auch irgendwann wieder. Das natürlich hält ja was, also Wein dicht, braucht extrem lange, bis er verwittert. Wir haben hier Diamkorken, wo ein Bindemittel zugesetzt ist. Das ist ein sehr dichter Korken, weil wir Probleme hatten mit dem bekannten Korkgeschmack, der die Weine verfälscht. Und dann schmecken die dumpfig und moosig. Und um das zu verhindern, werden hier bei den Korken das Korkmaterial geschreddert. Dann wird der Geschmack, der die Weine dumpf machen kann, rausgewaschen. Und die geschredderten Korken werden wieder zusammengepresst zu dem Korken, den wir hier haben. Und das ist dann ein Korken, der garantiert, dass alle Weine, die wir füllen, gleich schmecken und nicht beeinflussbar sind. Und wir füllen keinen Schraubverschluss, weil Aluminium ein extrem schwer recycelbares Metall ist und ein Metall, was mit einem extrem hohen Energieaufwand hergestellt wird. Und ja, auch mehr Müll ist. Und ich mag, also wir spielen auch mit dem Gedanken, das trotzdem zu füllen, auch von Kundenseite her, wegen dem Öffnen einfacher. Aber ich mag den Moment, in dem man einen Korkenzieher in die Flasche dreht und den Wein öffnet. Das sind so, ja, Gedanken, vielleicht füllen wir mal in der nächsten Zeit die Hälfte mit Schraubverschluss. Ich bin da auch offen. Am Anfang war es noch ein Thema, dass man die Flaschen nicht so gut wiederverwenden kann, weil die Schraubverschlüsse, die dichten ab, indem die hier oben haben die so eine Plastikeinlage, also eine Kunststoffeinlage, und der Schraubverschluss dreht die Plastikeinlage fest hier oben drauf. Und dafür muss hier oben die Fläche 100% ganz sein. Wenn da eine kleine
Kante rausgesprungen ist, entweder bei dem Gitterbox auslegen, wenn wir die Flaschen sammeln, oder bei dem Transportprozess zur Spülanlage oder in der Spülanlage, dann sind die Flaschen nicht mehr dicht und das ist auch blöd und schade. Das ist aber im Moment oder wurde sehr stark verbessert und ich glaube, das ist fast kein großes Thema mehr. Aber irgendwie bleiben wir trotzdem noch ein bisschen bei der normalen Flasche und mit dem Kork. Das mag ich nämlich auch irgendwie sehr gerne. Genau. Ja, das waren doch dann die Fragen. Genau. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Sachen, die ich noch ein bisschen erzählen kann. Ich schenke mir noch mal Riesling Feinherb ein. So. Und dann warte ich noch auf ein paar Fragen. Und dann würde ich sagen, kann ja jeder noch ein paar Fragen stellen und dann sonst machen wir bald Schluss, damit wir das jetzt nicht hier so immer so lang dümpeln lassen. Ich trinke noch gerade ein kleines Glas Riesling, erzähle noch ein paar Sachen, die ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen. Und wenn dann noch Fragen kommen in der Zeit, beantworte ich die noch gerne. Also was ich erzählen wollte ist, ich habe ja gesagt, wir haben 2015 uns angefangen oder haben uns zertifiziert für Bio-Weinbau und 3 Jahre hatten wir nicht das Siegel auf dem Etikett. Und das ist einfach die Umstellungszeit. Also man gibt dann ein Datum an, das ist der Beginn der Zertifizierung und ab dann dauert es 3 Jahre, bis man das Bio-Siegel verwenden darf und offiziell Bio-Weine vermarkten darf. Das ist sehr, sehr sinnvoll, weil zum einen die Weinberge 3 Jahre und noch viel länger, wir sind ja immer noch dran, brauchen, um sich umzustellen. Und damit nicht jemand sagen kann, jo, hier, ich mache mal 2 Jahre Bio, dann mache ich mal eins nicht und im nächsten Jahr drauf mache ich wieder Bio. Also damit wird auch dieses Springen einfach verhindert. Also hatten wir den 16er, 17er Jahrgang und dann den 18er war offizieller Bio-Jahrgang. Und mit dem 20er füllen wir also unseren dritten Bio-Jahrgang jetzt schon. Und ich habe mit dem ersten offiziellen Bio-Jahrgang bei uns angefangen, die Weine auch zu machen, bin in Betrieb gekommen und damit hat dann alles so ein bisschen der Umbruch eben auch angefangen, was sehr viel Spaß macht und halt immer ein bisschen neue Herausforderungen sind. Aber ich denke, dass das ein schöner Weg ist und mir macht das sehr viel Spaß. Und halt eben diese Kontrollen, dieses Bio-Siegel, das kostet uns natürlich auch viel Geld. Geld. Die Zertifizierungsstelle wird natürlich bezahlt. Der Kontrolleur, der kommt, wird bezahlt. Das beläuft sich so für die Gesellschaft für Ressourcenschutz. Die 039-Nummer unter dem Bio-Siegel. Das sind so circa 1000 Euro. Genau. Und das Ecowin, der Verband, da zahlt man natürlich auch für die Verbandsarbeit, für die Fortbildungsmaßnahmen einfach. Und die Leute, die müssen ja auch von was leben. Das kostet uns ungefähr auch so 1500 Euro circa. Genau. Und die Arbeit ist es uns wert und das ist halt eben auch ein bisschen der ideologische Ansatz, wie ich schon ganz am Anfang auch gesagt habe, der vielleicht auch den Unterschied macht. Das ist nicht mehr so rein wirtschaftlich gedacht, sondern es geht immer ein bisschen um mehr. Dass man das, was man macht, sehr, sehr bewusst macht und dass es einem Spaß macht und nicht um den größtmöglichen Profit zu machen, sondern eben auch ein bisschen an mehr denkt einfach, an mehr und weiterdenkt. Genau. Die Kirschessigfliege. Genau. Hatten wir Probleme einmal mit roten Rebsorten im Jahr 2014, weil das Jahr 2014 perfekte Bedingungen hatte für die Vermehrung der Kirschessigfliege. Um alle nochmal ins Boot zu holen, ist, die Kirschessigfliege ist eine kleine Fruchtfliege.
die aber im Gegensatz zu dem Standard-Fruchtfliegen ein Level-Up hat. Und zwar kann die Beerenschalen durchstechen. Das können normale Fruchtfliegen nicht. Die können nur in verletzte Früchte gelangen. Und die Kirschessigfliege kann genau in gesunde, intakte Beeren von Trauben stechen und legt da quasi ihre Eier ab zur Vermehrung. Und durch die Wunde, durch den Stich in die Beere, fängt ein Prozess an in der Traube und die Traube wird zu Essig. Also der Wein fängt an zu gären und mit viel Luft und Gärung entstehen flüchtige Säuren und es schmeckt nach Essig. Und dann ist der Wein nicht mehr genießbar. Und das ist in Anbaugebieten, die sehr feucht sind zur Reifezeit der Trauben, die im Sommer teilweise zu den richtigen Zeitpunkten feucht und humid sind, wo die Fruchtfliege, die ist ja dann bei den Kirschen schon und so, dass die dann quasi durch gewisse feuchte Perioden immer überleben kann und quasi dann auch die Population noch stark ist, wenn die Trauben reif sind. Und die mögen vor allen Dingen rote Trauben, weil die wärmer sind durch die Farbe. Und genau, die werden dann ganz stark von Kirschessigfliege befallen. War die letzten Jahre kein Problem mehr. Wie gesagt, 2014 war es ein Problem, weil es da sehr warm und feucht war. Das war perfekt für die Fliege. Aber die letzten Sommer sind so trocken, dann schafft die Fliege nicht über den Sommer. Und wie gesagt, 2018 haben die Böden gestaubt während der Lese. Wir haben in kurzer Hose T-Shirt gelesen. Da ist keine Kirschessigfliege da. Und die letzten Jahre auch wenig, hatten wir weniger Probleme. Das ist eher bei nassen, warmen Herbsten, wo die problematisch wird. Und halt eben auch vor allen Dingen bei roten Sorten. Und wir haben nur 10 bis 15%, ich glaube 15% rote Sorten, Dornfelder und Spätburgunder. Und dadurch ist es relativ gering. Man muss immer ein Auge drauf halten. Gerade bei den Weinbergen an der Mosel, die immer ein bisschen feuchter sind, weil da ist die Mosel, da ist immer ein bisschen feucht. Aber sonst im Großen und Ganzen ist es keine große Problematik. Also ich habe Kollegen in Südtirol, da ist es ein riesengroßer Gegner des Weinbaus, die Kirschessigfliege. Und die haben an mehr Angst vor der Fliege als jetzt vor den Pilzkrankheiten, die ich vorhin vorgestellt habe. Also auch extrem unterschiedlich von Weinbaugebiet zu Weinbaugebiet. So, ja, ich beantworte dem Tobias noch gerade die Glasschwenkgeschichte als Abschluss. Dann kann ja jetzt jeder nochmal den Abend üben und die Flaschen leer machen. Machen wir jetzt nochmal ganz schulmäßig. Ich glaube, ich hatte es letztes Jahr auch schon mal gezeigt. Haben wir hier gerade Platz. Ich kipp die Kamera mal ein bisschen. Tobias, Achtung. So. Also. Ich mache es so, ne? Das ist ein Reflex. Ich habe das schon relativ oft gemacht. Relativ einfach. Das geht ganz von alleine. Wer damit anfangen will, der legt einfach mal die Hand hier unten auf den Flaschenboden und fängt an, Kreise zu malen. Und dann immer mehr, mit ein bisschen Schwung. Bis sich das oben schön dreht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so laut ist im Mikrofon, wenn das hier kratzt, ne? So. Und dann kann man mal hier die normale Griffposition nehmen, ne? Dreh mal. Oder hol mal mit Schwung einfach hoch. Dann hat man das so. So ist das eigentlich relativ einfach. Und dann kann man ja schneller oder langsamer, kann man dann machen, wie man will. Kannst du ja einfach mal üben. Ich denke mal, das ist so ein guter Einstieg, um ein Glas zu schwenken. So, dann würde ich mich jetzt verabschieden. Wünsche jedem noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, was mitgenommen, hattet Spaß. Euch war nicht langweilig, euch haben die Weine geschmeckt. Ja, wenn noch Fragen unklar geblieben sind, dann gerne schreiben oder vorbeikommen. Ich zeige euch gerne auch die Vingerde, ich zeige euch gerne den Keller. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Leute nächstes Mal zugucken. Man findet die Links von den Weinproben auch auf unserer Homepage. Man kann also mit eigener Weinbegleitung auch zugucken, wen das Thema nur interessiert. Und genau, nächsten Samstag die Probe mit den drei Rieslingen und darauf den mit den Burgundern. Und mir macht das hier Spaß.
Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ich sage Prost und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Prost. Prost.